Hello and welcome to Weiß der Geier number 12. Well, I'm speaking in English because we have a visitor right from across the ocean. His name is Mike and he joins us from the United States. Hello, Mike. Hello, Stefan. How are you doing today? Oh, I'm fine. I'm fine. Always busy working on hemp legalization, and this will be our topic today. But later in the evening, we will take the chance to take a look across the ocean. It's 1 year since Colorado and Washington State changed their law. Mike, where do you live in any of these states? I actually live in upstate New York. I do have family in Colorado. I have friends that smoke in Washington. I actually am somewhat informed on the changes there. One of the biggest changes that actually went on with the legalization of recreational uses is that when that actually happened, there was actually a chance that federal law would come in and actually overturn the legalization at the state level. Yeah. As you could imagine, in Germany, we love this political change. Is there, from your point of view, a good chance that this will go on? Will there be 10 or 20 states with recreational marijuana in maybe the next couple of years? I think it depends on how bad the turnout of crime related to the drug use itself. Once we actually have more stats on if the drugs are actually being used before crimes are done, if they have an influence on the crimes being done, that's going to play an intricate role in how legalization happens in other states. But this is a special focused on marijuana, because these kind of questions have never been asked related to alcohol, for example. True. But you've also got to remember the history of alcohol in the states. Prohibition was something that was a travesty that happened in these states in the beginning of the 19th century. I mean, that was something that played an intricate role in how alcohol is viewed, at least from a legalistic standpoint. The faults that were made there, making sure we don't make the same mistakes with recreational marijuana, is basically the best way to go. I think that if we actually pay attention to that marijuana doesn't play any intricate roles in crime itself, that's something that should play in it. Since it's not going to, because, I mean, when somebody smokes, who really wants to go rob someone and have to run from the cops or something? I mean, you're actually just going to be smoking and doing it for recreational purposes. If you're smoking, you're going to be relaxing and basically just chilling out, in most cases, from how it would seem. So once we actually have at least some statistical data to back that, that's when other states can actually go forward and try to legalize from at least a state level legislation perspective. So you think that's a part of the regular political process right now, and legalized activists are able to push it anymore? I think that trying to push marijuana use by itself is not going to actually work. I think that having solid numbers and data for legalization, because you have two states in the U.S. right now where legalization has occurred. It's been going on for a year. If you can actually link that with stats and say that it's not actually causing people to go out and actually do stuff that's crazy, that actually just makes it more of a solid foundation for your arguments. Okay, so the numbers are due counting. Because right now, we're in Germany, for example, we just have good arguments. The better arguments than the prohibitionist one. But if you're not a consumer or a prohibitionist, you usually don't care about this problem. Yes, but being from Germany, you have a neighbor next door that has legalization already that you could actually use their stats as a way of actually backing your own argument. I mean, Holland's an amazing creature to use. I mean, look at the legalization that's been, Amsterdam. Look at Amsterdam, for an example. Legalization has been over there for hundreds of years. That's actually not true, because it's not legal there. It's just tolerated, and this toleration model
doesn't fit into the German law system, because we can't tolerate something. It's even either allowed or forbidden. There's no non-rule everything. But that toleration is a template for it not having any influence on the crime that's going on. Yeah. That's something you could use, at least from a logistical standpoint, to build a platform on. When you're breaking it down to legislation representatives from in Germany, you can actually use that as a base platform to make your arguments. Hmm. It's not going on in Amsterdam. No crimes being related to legalization or just marijuana use in general. So why can't we actually have something that would be of a legalization perspective here? That's something that would actually make it for a more solid foundation for a legalization movement. Yeah, the situation in Germany is a little bit different from the United States, because our political parties usually just don't talk about this issue. And we, German legalized people, have a huge problem in talking, for example, with conservative politicians. While in the United States there are a dozen Republicans I can name which are all publicly talking about legalization. Yes, but there's other legalized... There, it's basically just overcoming the hurdles. That's the biggest thing that you have to actually focus on. When you're actually facing a... sorry for using the word regime, that is basically hindering your right to express yourself, you basically have to come up with ideas that are outside the box to combat that. And using Amsterdam as a platform to discuss with them is just one of many that could be used. Hmm. Because you have to actually, if you're talking to a politician, you have to actually give them an outline of how can this be beneficial for them. Because they're always thinking about their numbers and how popular they are with their general representatives. If they're not popular, they won't be elected again. Yeah. That's a way you actually have to sell it. If you sell it to the point of where these numbers look like there's nothing related to it, and for basically speaking down upon it, and you don't actually even acknowledge it, how can you call yourself representing your people itself? I mean, don't get me wrong, the U.S. has its own history of that type of mindset itself. I mean, look at the revolutionary history in the U.S. itself. 13 original colonies had the same exact thing with the British government itself. We actually had to step up and actually make ourselves independent. We actually had to meet them on their own high points. You don't think that the founding fathers of the U.S. actually tried to discuss with representatives before making a revolutionary war and using guerrilla warfare tactics to take on the government? You have to discuss and debate with them before even considering a warlike movement. Debate is a way to get your ideas out there, to voice your grievances, to try to change a person's perspective on a situation. By using the statistical numbers coming out of Amsterdam, for example, that's something that could give you a better foundation for a movement. Okay. I understand the difference in the government systems. If your government isn't acknowledging the problem, meet them where they speak and question them. They take open live questions, question them every chance you get. If the legalization movement questions them in a public forum, how will they be not forced to give you answers? You have to actually try to find the answers and not just go with the status quo as it would be. Okay, I believe we tried this hard in the last 12 or 15 years. Actually, the Hemp Museum I'm sitting in right now is open for 19 years in the next week. So we're arguing a lot, but there are still some politicians higher than a specific level,
And then above this, they don't care. For example, the left party asked the government in the last Bundestag how much is the costs of the prohibition. And their answer was, we don't care about the costs because legalization is not on our schedule. So I don't know if there's a if they are willing to talk, even if we try to talk to them. For example, there was a YouTube campaign of our Chancellor, Angela Merkel. You surely heard about her. And the pot users, legalization movement, if you want to say so, was the number one question presented to her. Why cannabis is illegal if alcohol is legal? And I compare those both and see that cannabis is at least not more harmful than alcohol, but she just didn't answer it. She said something about the cultural background, and I don't care, for example. So I don't know. Even Obama is doing the same thing. They yes, asked him for legalization times after times after times, and he just don't answer. That's why you have to use statistical data when you're actually questioning them. Q&As only work if you have data to back your points you're trying to perceive. Hmm. Or portray. Perceive is a long P word. Portray. If you have numbers to back what you're saying and you have a well-versed research background to back it, that's something that can be used as a way to keep them from scapegoating. What means scapegoating? Trying not to answer your questions and basically dodging around them. Okay, so the professional political answering machine. Exactly. You have to use data and facts. Basically try to come at them like they're a politician. Because politicians go off of the status quo. They basically go off... They're nothing but PR representatives. They basically run public relation campaigns, and that's how they stay a strong politician. Mm. They sway with their opinion. In Germany, the system is a little bit different because the political parties have much more power than in the United States. If a party doesn't like you, then you don't have any chance to come in any parliament. So I don't know. Does anybody else has question to Mike? Once we have a chance from a speaker guest from the United States, Claudia zur Not übersetze ich auch, wenn es auf Englisch. Ja, nee, ich weiß ich nicht. Nee, mir fällt jetzt spontan nichts ein. Ich bin immer noch irgendwie am Zuhören. Das heißt okay. So I have another question to Mike. From my German point of view, the recreational use legalization is highly supported by the medical marijuana movement. Do you feel the same? Does medical marijuana opens the door for recreational use? I think the medical marijuana actually plays a completely different dynamic. I think that medical use of it actually plays an intricate role. Let's use AIDS victims as a great example. When they're in the last stages of that disease, their appetite dies down. There's certain aspects of the disease that when it gets into the final steps of it that could be at least tapered or weakened when actually given recreational use of marijuana. I mean, if you can actually increase their appetite, that gives them a few more months to live. It gives them a chance to actually fight the disease itself. Intaking of nutritional supplements, that's something that can always help with disease itself. That's one, just AIDS would be another example. Well, one example, cancer would be another. There's diseases that actually, just from that feature of marijuana, could benefit it extremely, immensely. That's one aspect of it that actually plays an intricate role in treating a patient with a terminal illness.
Also was mich interessieren würde, wäre auf jeden Fall, wie das drüben gehandhabt wird mit den Patienten, ob die da auch eine monatelange Wartezeit durchleben müssen oder ob da auch charakterliche Prüfungen abgehalten werden oder was sind die Grundvoraussetzungen drüben, um einen Antrag auf medizinisches Cannabis zu erhalten, also eine Karte. Okay, I will translate this for Mike. Claudia, which actually is a cannabis patient in Germany, but without a legal permission, wants to know how is the procedure to become a medical marijuana patient, for example, in your state? Do you know this? Is this complicated? Because in Germany there's a lot of bureaucracy and a lot of possibilities for the bureaucracy to stop you from becoming a patient. The best way that I can answer that question is that it's a state-by-state basis. My state, I'm not particularly familiar with, but it's basically a state-by-state basis. First form of legalization in these states is medicinal purposes. If it's a medicinal state, that's it's easier to actually get access and get a doctor's permission to have that prescribed. But if it's actually a state that doesn't have recreational, or not recreational use, but medicinal purposes, then there are some states where medicinal purposes aren't actually allowed. Also sozusagen bestimmt das dort der Arzt und nicht eine übergeordnete Stelle, die den Patienten gar nicht kennt. Mikro. Stefan? Steffen, hier sag ich schon Stefan. Steffen, du bist leider ganz schön leise. Mach mal dein Mikro an. Mein Mikro ist eigentlich an, aber ich kann es noch ein bisschen lauter machen. Okay, jetzt hört man dich wieder. Claudia, der sagte, dass das von Staat zu Staat unterschiedlich ist. Und er weiß jetzt nicht genau, wie es in seinem Land ist, aber in der Regel ist es nicht so wie bei uns, dass es da eine zentrale Behörde gibt, die entscheidet, sondern der Arzt legt den Bedarf fest und je nach staatlichen Gesetz muss man dann eine Karte beantragen oder ein Rezept kriegen oder was auch immer. Also wesentlich einfacher als hier. Ja, aber auch nicht befriedigend. Jetzt ist er ja weg, wir können also weiter auf Deutsch miteinander reden. Vielen Dank nochmal an Mike für einen spontanen Hangout-Besucher von übern Teich. Bei dem ist vermutlich Frühstückszeit. Ja, das Grundproblem ist, dass auch in den Staaten, in allen 20 Staaten sind es mittlerweile, glaube ich, die Medical Marijuana haben, ist es so, dass die Patienten trotzdem noch für ihre Medizin bezahlen müssen. Dabei muss man wissen, dass es da wenig so gesetzlich kontrollierte Krankenkassen in der Form gibt, wie wir die in Deutschland haben. Das heißt, es ist durchaus üblich, seine Medikamente selbst zu bezahlen, es sei denn, man hat eine Versicherung explizit für diese Kosten. Aber das ist nicht das System, was wir in Deutschland haben wollen. Ich will nicht, dass ein Patient sich am Geldbeutel überlegen muss, ob er die gute oder die schlechte Medizin benutzt. Ja, oder esse ich oder hole ich mir Medizin, ne? Also leide ich Genau, also oder da, gerade ist bei den schwerkranken Patienten geht es da ja auch ans Eingemachte. Wenn ich mir überlege, wie jemand mit MS oder ähnliches seinen Tagesablauf koordiniert, wie viel Arbeit das schon ist, am Leben zu bleiben, dann kann ich nicht von dem erwarten, dass er sich auch noch einen 6.000 Euro im Monat Job sucht und 60 Stunden die Woche arbeiten geht, nur damit er sich sein Medikament von Wegschrauben. Bedrocan kaufen kann. Ja, die Kosten sind auch unglaublich, wirklich. Also ohne Hilfe von außen würde ich im Monat absolut nicht klarkommen, weil ich mehr verbrauche schon, als ich überhaupt an Einkommen habe. Im Prinzip dürfte ich gar nichts essen und nur, dass ich halt einigermaßen klarkommen, aber es ist gar nicht machbar, weil man muss ja essen. Ne? Ja. Ja, ne, Essen, Miete und so, Leben kostet doch Genau. einen gewissen Mindestgeldbetrag. Und Genau. gerade für Patienten ist es halt extrem aufwendig und schwer, diesen Lebensbetrag selbst zu organisieren. Nee, Und sie das also ich muss dankbar sein, dass andere bewusst ihre Freiheit aufs Spiel setzen, um mich zu unterstützen. Weil es der Staat ja nicht tut.
Es ist schön, dass du das so nebulös formulierst. Ich bedenke bitte, dass das ein öffentlicher Stream ist und du im Zweifel dritte strafrechtliche Probleme verursachst. Das ist blöd, dass man da mit der Schere im Kopf quatschen muss, aber es geht nicht anders. Der Feind hört mit, hieß es früher. Du hast auch recht, absolut. Jetzt haben wir den Rest der Leute schon rausgegrault, weil der Chris ist natürlich wieder mit da. Ich habe ihn heute noch gar nicht vorgestellt. Man sieht ihn gerade nicht. Und auch der Thomas Schneider, seines Zeichens Vorsitzender der Grünen Hilfe, ist eigentlich da, aber im Moment verschwunden. Ich weiß nicht, ob Albert heute überhaupt mitsprechen mag. Naja, da ist er zumindest. Er ist ein bisschen im Hintergrund gehalten. Bis jetzt sind wir ja auch eigentlich noch gar nicht zum Thema der Sendung gekommen. Eigentlich soll es ja heute Tu nix ohne Liebe heißen. Ein Zitat von Wolfgang Neuss, den ich persönlich sehr schätze, einen der wichtigsten Kabarettisten in Deutschland. Jetzt habe ich im Vorfeld der Sendung schon gehört, dass der eine oder andere auch was zu Dieter Hildebrand sagen möchte, aus aktuellem Anlass. Für die, die es nicht wissen, Dieter Hildebrand, ein ganz wichtiger deutscher Kabarettist, sehr lange in München aktiv, zum Beispiel Gründer der Lach- und Schießgesellschaft und ähnlicher Kabarettinstanzen mittlerweile. Der erste, der im deutschen Fernsehen Kabarett gemacht hat, der erste, der im deutschen Fernsehen wegen Kabarett ausgeschaltet worden ist und so weiter und so fort. Der gute Dieter Hildebrand ist leider in der letzten Woche verstorben an einem Krebsleiden, von dem auch seine engen Freunde offensichtlich erst sehr kurzfristig erfahren haben. Jedenfalls war die Bestürzung allenthalben groß. Weiß nicht, ob einer von euch ein persönliches Erinnern an Dieter Hildebrand hat. Habt ihr den mal live gesehen zum Beispiel? Live nicht, nee. Nur so im Fernsehen, beim Scheibenwischer. Exakt, Scheibenwischer und so. Ich fand das damals auch gut, dass Dieter Hildebrand dann hinterher den die Namensrechte am Scheibenwischer einkassiert hat, als dort angefangen wurde. Der Herr Riechling hat ja dann das Format übernommen und ganz viel Comedy mit eingebaut. Also wenn dann ein, weiß ich nicht, wie heißt der denn? Ich habe gerne geschaut. Auch mit Riechling als Chef? Ne, weiß ich gar nicht, wer dann Chef war. Ich habe das ja nicht so mit. Ich habe nur ab und zu mal reingeschaltet. Ich bin ja nur nicht so der Fernsehnah. Hm. Aber ich habe mich immer gefreut, wenn es dann mal lief, weil es gab immer was zu feiern. Na, es gibt nur relativ wenige Fernsehsendungen, die ich schon bewusst geguckt habe, muss man ja mittlerweile sagen. Der Scheibenwischer gehörte lange dazu. Der kam ja auch nur einmal im Monat. Neues aus der Anstalt im ZDF war ein sehr ähnliches Format für alle Leute, die zu jung sind, um den Scheibenwischer noch zu kennen. Das ja, war eine Kabarett-Sendung in der ARD. Sowas gab es tatsächlich mal. Klingt merkwürdig, ist aber so. Politisches Kabarett in der ARD gab es früher mal zu Sendezeiten abends um 11 oder sowas, aber immerhin, sie haben es gesendet und da durfte man tatsächlich als Kabarettist ohne Schere im Kopf was sagen. Seit Dieter Hildebrand damals dafür gesorgt hat, dass in Bayern die Übertragung ausgeschaltet wurde. Provokation ist ja eine gute alte Kabarett-Tradition. Auch der Wolfgang Neuss, um dem es eigentlich gehen sollte, hat Deutschland mal provoziert. In den 60ern war es. Wolfgang Neuss war gerade auf dem Höhepunkt seines filmischen Schaffens, ein äußerst beliebter und auch sehr gern gesehener Fernsehfilmschauspieler. Und der hat dann einen neuen Film promoten wollen namens Wir Kellerkinder. Den lege ich euch sehr ans Herz. Ich hoffe, wir kommen da später noch ein bisschen genauer dazu. Das Problem war, ganz Deutschland hing zu dieser Zeit vorm Fernseher und hat eine Krimiserie geguckt, die damals noch Einschaltquoten um die 90% hatte. Damals, als es nur einen Fernsehsender gab, war das möglich. Und Neuss wollte trotzdem, dass die Leute ins Kino gehen und hat dann einfach den Mörder der Serie vorweg in der Zeitung verraten. Per Zeitungsannonce. Der Mörder ist übrigens der und der, geht doch lieber ins Kino und guckt meinen neuen Film. Dafür hat ihn die Blöd zum Volksverräter gestempelt. Und auch andere Zeitungen haben damals in die gleiche Kerbe geschlagen. Aber Neuss hatte geschafft, was er wollte, nämlich Werbung für einen kritischen Film machen. Es ging damals um den Film Wir Kellerkinder, eine Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit.
Bevor ich jetzt in einen Monolog ausbreche, möchte einer von den Anwesenden gleich mal reingrätschen und was Eigenes zum Kabarett, Provokation und Ähnliches erzählen, sonst mache ich weiter mit meinen Sermonen. Niemand. Fragen gibt es auch noch nicht aus dem Publikum. Ich gucke noch mal fix. Steffen übersetzt von Deutsch zu Deutsch. Ja, gelegentlich mache ich das. Zum Beispiel übersetze ich Rechtstexte in einfache Sprache oder juristische Schreiben in Handlungsanweisungen für meine lieben Zuschauer. Sowas wie sagt der Polizei nix. Aber habe ich vorhin Deutsch übersetzt? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Das ist mir irgendwie so durchgerutscht. Ihr seht auf alle Fälle, ich lese eure Fragen. Ich habe ja vorhin auch schon die Frage von Janis beantwortet, wann es denn hier losgeht. Aber zurück zu Wolle Neuss. Wolfgang Neuss, eigentlich in Breslau geboren. Sekunde, ich gucke mal schnell. Ich habe einen Lebenslauf auf dem Rechner. Ich arbeite nämlich gerade für das Hanfmuseum Berlin an einer Sonderausstellung 90 Jahre Wolfgang Neuss, die nächste Woche Dienstag eröffnet wird. Am 3. Dezember wäre Neuss nämlich 90 geworden und das Hanfmuseum gedenkt Neuss nicht nur in Teilen der Dauerausstellung, sondern zu solchen runden Geburtstagen machen wir auch gerne mal eine Sonderausstellung. Das liegt daran, dass Neuss Tochter Jette, eigentlich Harriet, aber Jette sagt jeder zu ihr, den ich kenne, Jette Neuss ist eine gute Freundin des Museums. Die war schon sehr, sehr lange eine gute Freundin, bevor ich überhaupt auf das Museum aufmerksam geworden bin. Aber zum Museum, da richten wir uns die Aufmerksamkeit dann in der zweiten Hälfte der Sendung mal ein bisschen. Kurz zu Neuss, geboren am 3. Dezember 1923 und gestorben am 5. Mai 1989, also nur wenige Monate vor dem Fall der Berliner Mauer, den er sehr herbeigesehnt hat. Auch da ein kleiner Tipp für mich, zum Beispiel für Weihnachten. Es gibt von Neuss eine grandiose CD, da liest Wolfgang Neuss die Berliner Mauer vor. Von der Ostseite war ja nichts drauf, aber auf der Westseite haben ganz viele Privatleute und Künstler und selbsternannte Künstler die Berliner Mauer als Graffiti-Fläche benutzt und haben da Sprüche dran geschrieben, politische Slogans, persönliche Botschaften, Käse. Und Wolfgang Neuss hat die Berliner Mauer von Kreuzberg bis Schöneberg einmal abgewandert und alles aufgeschrieben, was da draufsteht, egal von wem es kommt, und liest in dem Stück die Mauer eine Dreiviertelstunde lang vor, was auf der Mauer steht. Und das ist extrem unterhaltsam, weil es halt so schön unsortiertes menschliches Leben wiedergibt. Und das hat Neuss immer wieder gerne gemacht, war ein sehr, sehr guter Beobachter und hat das, was er beobachtet hat, dann auch mit spitzer Feder und spitzer Zunge in Worte übertragen, die das Publikum verstehen konnte. Die FAZ hat ihn mal Zwerg-Mundwerk genannt, weil er doch nicht besonders groß von Wuchs war, aber mit dem Maule entsprechend größer war als mit dem körperlichen Wuchs. Ganz berühmt geworden von Neuss ist zum Beispiel: Von deutschem Boden darf nie wieder ein Joint ausgehen. Ein Zitat, das er im Rahmen einer Talkshow mit Richard von Weizsäcker gebracht hat. Die gibt es auch auf YouTube, solltet ihr gelegentlich mal angucken. Spätestens, wenn ihr die Sonderausstellung im Hanfmuseum dann in digitaler Form genießt, weil ihr es wieder nicht nach Berlin schafft für solche Anlässe, obwohl der Museumsgeburtstag am Freitag, 6. Dezember, durchaus eine Reise wert wäre, schon wegen der ganzen Hanfprominenz, die hier rumhängen wird. Aber für alle, die es nicht nach Berlin schaffen, gibt es die Sonderausstellung dann auch in digital und dann auch mit vielen Links. Und bei den Links wird unter anderem auch der Ausschnitt aus der Talkshow dabei sein, als Wolfgang Neuss dem damaligen Kandidaten für den Bundespräsidenten, ehemaligen regierenden Bürgermeister von Berlin, Richard von Weizsäcker, öffentlich vor den Kopf geknallt hat: Wenn die Kinder in diesem Land wählen dürften, dann würde sowieso er zum Bundespräsidenten gewählt, weil man dem zahnlosen Clown viel mehr traut als diesem weißgesichtigen Maske, die Richard von Weizsäcker damals war. Seine Frau, die Marianne Weizsäcker, die war lustigerweise Schirmherrin einer Gesellschaft, die auch mit
Neuss geworben hat und deshalb konnte Neuss allen Ernstes von sich behaupten, dass er ja mit Marianne in regelmäßigem Briefverkehr steht und weil die gute Frau wohl hier und da mal für ihren Mann mitgedacht und in Briefen geschrieben hat, hat er dann auch den Richard von Weizsäcker ganz gerne mal Marianne öffentlich genannt, was der nicht so prickelnd fand, sage ich jetzt einfach mal. Die Talkshow damals im Sender Freies Berlin, SFB, mittlerweile Teil des RBB, wenn ich richtig informiert bin, übertragen und ausgestrahlt, solltet ihr euch auf alle Fälle mal reingucken. Gibt's auch in Ich hab noch einen Kiffer in Berlin. Das ist so eine einstündige Dokumentation über das Leben von Wolfgang Neuss. Die hat damals Volker Kühn gemacht. Volker Kühn, ein Journalist, Autor, Lektor, Verleger, großer Förderer des deutschen Kabarett- und Kleinstkunstbereiches, der hat Neuss in den 80ern quasi wieder ausgegraben, damals als Deutschland ihn schon komplett vergessen hatte. Wolfgang Neuss hat nämlich in Mitte, Ende der 60er beschlossen, dass er zu bekannt geworden ist. Er hatte dann massiv Probleme gekriegt, wieder mit so Zeitungen wie der Blöd beispielsweise, weil er sich in der APO engagiert hat, war quasi ein Teil der APO in Form von Kabarett und damals aber noch Kabarettist mit bürgerlicher Reichweite. In seinen Vorstellungen sah es so aus, wie es heute im Kabarett üblich ist. Der Altersdurchschnitt der Zuschauer irgendwo um die 50 Jahre und das Einkommen auch eher im mittleren oder oberen Bereich. Kabarett ist ein teures Vergnügen. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Es gibt relativ wenig kostengünstiges oder Untergrundkabarett, relativ viel sattes Kabarett mittlerweile. Daran hat auch Wolfgang Neuss einen Anteil, aber es hat ihm nicht gefallen. Und er hat dann beschlossen, spätestens 1970, ich mache jetzt nichts mehr, ich erfinde mich weg. Hat sich zurückgezogen in die Wohnung einer Freundin in Berlin-Schöneberg, für die er keine Miete bezahlen musste und hat dann nur noch von dem gelebt, was die Leute ihm geschenkt und gespendet haben. Zumindest in Sachen Drogen hat er da keine Probleme gehabt. Es gibt relativ viele Fotos mit kiffendem Neuss. Und er galt dann in den späten 70ern, frühen 80er, Mitte der 80er auch so ein bisschen als harmloser Indianer. Ja, Claudia, mach doch wenigstens das Mikro stumm, bevor du mir in die Parade reinkommst. Entschuldigung, das war Fussel von der Seite. Wo mache ich mein Mikro aus? Ja, jetzt kann man sie nämlich nicht mehr hören, wenn sie da macht. Wo war ich? Mein Gott. Bei Neuss in den 80ern. Ach so, er wurde dann bekannt als zahnloser Indianer von Schöneberg oder halt der letzte lebende Hippie, weil er eigentlich seiner Zeit auch damals schon wieder voraus war. Neuss hat Mitte der 80er schon die Spaßgeneration der 90er vorweggenommen. Es ist erstaunlich, wie viele Leute, die in Berlin so mit der Techno-Party-Szene, mit Untergrundtheater und ähnlichen Sachen beschäftigt sind, sich zu Neuss bekennen und an Neuss abarbeiten, wie viele Leute der da inspiriert hat durch seinen sehr, sehr radikalen Umgang mit dem Phänomen eigener Berühmtheit und kommerziellen Erfolges. Neuss hat auch gut bezahlte Werbespots gemacht, er hat sogar Werbespots gemacht, in denen er sich darüber beschwert, dass Wolfgang Neuss so viele Werbespots macht und ob er denn tatsächlich so viel Geld braucht und ähnliches, dass man davon lassen kann und sagt, ist mir egal, wie viel Geld ihr mir bietet, ich mache mit euch keine Filme mehr und es ist mir egal, was ihr mir bietet, meine Bühne ist mein Wohnzimmer. Das ist ein Schritt, den viele, auch Kabarettkünstler wie Dieter Hildebrand, Zeit ihres Lebens nicht geschafft haben. Hildebrand zum Beispiel, wenn man in Scheibenwischer gehen wollte, die billigste Karte hat damals 35 Mark gekostet. So lange ist das noch her, damals gab es noch Mark, als Hildebrand dann noch aufgetreten ist. Und auch für tagesaktuelle Kabarettveranstaltungen muss man nicht weniger tief in die Tasche greifen. Ein gutes Beispiel ist die Wolfgang Neuss Gala zum 90. die nächste Woche Dienstag stattfindet in einem Berliner Kabarett. Jetzt ist mir der Name entfallen, ich müsste schnell nachgucken, das reiche ich dann irgendwann einfach nach in den nächsten Tagen. Zum Andenken an Wolfgang Neuss und an den Mann, der seinen Ruhm wegerfunden hat, macht man eine Kabarettveranstaltung, bei der die billigste Karte 20 Euro kostet, irgendwo in der letzten Reihe hinter einem Balken versteckt.
Und wer weiter vorne sitzen will, wo man die Leute tatsächlich auch sieht, die sich an Wolfgang Neuss erinnern, da muss man mal ebenso mit über 30 bis über 40 Euro pro Karte rechnen. Und das finde ich ganz schön fies. Dann doch lieber ins Hanfmuseum Berlin. Die Sonderausstellung zu Neuss kann man sich nämlich im Hanfmuseum Berlin sogar umsonst angucken. Zumindest wenn man am Freitag, dem 6. Dezember kommt. An Nikolaus hat das Museum nämlich Geburtstag und zum Geburtstag beschenkt das Museum alle seine Gäste mit unter anderem einem Tag der offenen Tür. Den ganzen Tag kostet es keinen Eintritt, hierher zu kommen. Wie immer gibt es diverse Hanfprominenz. Mal gucken, wer alles auflaufen wird. Mit Sicherheit ist die Mutti da, aka Claudia, die wir ja unten auch sehen. Ich bin da, der Triple ist da, Rollo ist da, der Hanfmuseumschor ist mit da, The Hempelicious werden zwei Kurzauftritte machen um 16 Uhr und um 18 Uhr, wenn ich das richtig im Kopf habe. Zwischendurch machen wir ein bisschen Kellerkino. Unter anderem zeigen wir im Kellerkino Wir Kellerkinder. Wie soll das auch anders sein? Passt ja so schön. Aber auch ganz viel Doku-Material über Neuss. Wir wollen Neuss möglichst viel selbst zu Wort kommen lassen. Und natürlich gibt es auch die Sonderausstellung dann noch. Die steht nicht nur am Geburtstag, dem 3., sondern den ganzen Dezember. Das heißt, ihr könnt sie euch am Museumsgeburtstag im Zweifel sogar kostenlos angucken. In dieser Sonderausstellung habe ich das Leben von Neuss in 5 Episoden zerrissen sozusagen, 5 Einzelereignisse aus dem Leben rausgepickt. Lasst dann jeweils Neuss über Neuss zu Wort kommen und einen Zeitgenossen und gebe so ein klein bisschen einen historischen Überblick darüber, warum hat der Neuss zu diesen Zeiten gerade sowas sagen wollen oder auch nicht. Weil mir ist bei der Lektüre aufgefallen, wenn man sich nicht wirklich intensiv mit deutscher Politik beschäftigt, dann kennt man viele der handelnden Personen nicht mehr. Das geht zum Beispiel bei Franz Josef Strauß los, den erstaunlich wenige, insbesondere jüngere Zuschauer, auch von Weiß der Geier noch auf dem Schirm haben, der aber für Menschen älter als 35 oder sowas ein feststehender Begriff ist, weil der über 2 Jahrzehnte deutsche Politik geprägt hat. Genau wie Helmut Kohl. Wir haben hier im Museum ja so einen kleinen Souvenirladen, da gibt es unter anderem auch Postkarten und dabei das Motiv Hanf statt Kohl, einen Legalisierungsslogan von 1997 und 98. 98 wurde Kohl ja dann abgewählt, aber die junge Generation, alles was jetzt noch zur Schule geht, die verstehen diese Karten nicht, die denken, es geht da um Lebensmittel. Die älteren Semester, alles was älter als ich bin zum Beispiel, die können darüber lachen. Die wissen noch, wer die Birne war. So, jetzt habe ich mindestens 20 Minuten ununterbrochen geredet und damit schon mehr Redezeit, als ich in der ganzen letzten Weiß der Geier-Sendung zusammen hatte. Oh, Chris ist auch wieder zu sehen. Rette mir doch mal kurz das Leben und sag irgendwas, damit ich zu meinem Kaffee greifen kann. Also Chris hat den Mund noch voll. Ich wollte dich gerne fragen, wie du auf den Titel gekommen bist. Tu nix ohne Liebe. Da gibt es doch bestimmt eine Geschichte zu. Tu nix ohne Liebe ist ein Lied von Wolfgang Neuss. Der Herr hat als Schauspieler muss man auch singen können. Also zumindest die besseren Schauspieler haben alle auch eine Gesangsausbildung. Und Wolfgang Neuss hat in den späten 40ern, 50ern und frühen 60er Jahren auch gerne mal ein Liedchen zum Besten gegeben. Das bekannteste ist sicherlich das Lied vom Wirtschaftswunder. Das könnt ihr ja mal googeln. Da ist Neuss nicht alleine, sondern zusammen mit Wolfgang Müller. Die beiden Wolfgangs waren nämlich in den 50ern ein ganz festes Duo, haben vom Kinderzeugen bis zum Besaufen und vom Filme drehen bis zum Flugzeuge zerlegen, alles gemeinsam gemacht, bis Wolfgang Müller leider während der Dreharbeiten zum Wirtshaus im Spessart zu Tode gekommen ist. Bei einem Unfall, ich glaube, es war ein Flugzeug beteiligt. Und das hat doch auch für Wolfgang Neuss einen ganz sichtbaren Bruch geschaffen. Wolfgang Müller war auf einmal weg. Die bessere Hälfte von Neuss sozusagen, die Ergänzung, die das Ganze rund gemacht hat. Und das hat für Neuss viel Veränderungen mit sich gebracht. Der Film Wir Kellerkinder zum Beispiel, der sollte eigentlich mit Wolfgang Müller gemacht werden.
Dann war Müller tot und Neuss hat das Projekt alleine weitergemacht. Und mit Wolfgang Müllers Tod waren dann aber die Geldgeber weg. Und Filme machen ist schweineteuer. Und ohne die nötigen Penunzen, die richtigen Leute kennen, die Filmförderung vom bayerischen, was weiß ich nicht, Landesfilmverbund und sowas, ist Filme machen auch für Wolfgang Neuss, der ein echter Star war damals, nicht möglich gewesen, bis auf so einen kleinen sozusagen. Man merkt das dem Film auch an, im Vergleich zu seinen früheren Produktionen gibt es erstaunlich wenige feste Bühnenbilder, es gibt keine Aufnahmen mit ganz, ganz vielen Statisten oder ähnlichen Sachen. So Stellen, bei denen der Filmemacher zeigt, wir hatten noch Budget übrig, das gibt es halt in Wir Kellerkinder nicht und in Genosse Münchhausen nicht und in all den coolen Wolfgang Neuss Filmen, die, das muss ich natürlich als Einschränkung sagen, nur cool sind, wenn man sich ein bisschen für deutsche politische Geschichte, Politik im Allgemeinen interessiert. Wolfgang Neuss ist niemand, der so einen Scherz um des Scherzwillens gemacht hat, sondern es war immer jemand, der sich bei einem Scherz überlegt hat, was macht das im Gehirn der Leute, die ihn hören, warum lachen die? Lachen die aus den richtigen Gründen? Und manchmal ist für Neuss der beste Scherz der gewesen, der dem Zuhörer das Lachen im Halse hat stecken lassen. Zum Beispiel mein Lieblingszitat von Wolfgang Neuss, mein Geheimnis ist, ich stelle mich stets so dumm, wie meine Zuschauer sind. Gerade, dass sie glauben, sie seien so gescheit wie ich. Und wenn man sowas in der Öffentlichkeit sagt, zum Beispiel in Diskussionen oder sowas, dann ist ein Moment Stille im Publikum. Und das war bei Neuss auch dann, wenn er mit der Pauke unterwegs war. Gerade in den 50ern, frühen 60er Jahren war er mit einer großen Pauke unterwegs, um den Leuten dann so eine Gag-Hilfe zu geben. Das Sitcom-Hintergrundgelächter war noch nicht erfunden, deshalb musste man den Menschen manchmal zeigen, Achtung, dies ist die Stelle, wo man lacht. Wenn sie jetzt noch nicht lachen, haben sie die Pointe verpasst. Und dafür hat er eine große Trommel mit dabei gehabt, eine Pauke, und ist dann als der Mann mit der Pauke unterwegs gewesen. Vermutlich, so ist zumindest meine Theorie und es gibt ein paar Leute, die die teilen, war das eine Anspielung auf Günter Grass und die Blechtrommel, ein ganz klassisches deutsches Werk, das sich mit dem Weimarer Zeit, dem Dritten Reich und dem Nachkriegsdeutschland beschäftigt und wie wir heute wissen, war Günter Grass ja zumindest damals noch nicht bereit, seine eigene Geschichte ebenso ehrlich aufzuarbeiten wie die aller anderen Leute. Neuss war da ich kannte ihn jetzt nicht persönlich, aber ich habe zumindest aus der Lektüre den Eindruck, dass Neuss dabei weit offener war. Der ist auch mit den eigenen Brüchen, eigenen Fehlern sehr viel offener umgegangen, als das viele andere berühmte Leute können. Nicht zuletzt deshalb, weil ihn seine Hand daran erinnert hat, ich glaube die rechte war es, bei der ihm der Zeigefinger fehlte, weil er den im Zweiten Weltkrieg abgeschossen hat, um rauszukommen aus der Ostfront Maloche. Viele andere sind in Stalingrad und ähnlichen Schlachten gefallen. Neuss war im Lazarett Pausenclown. Clown kann man in dem Fall sogar mit Absicht sagen, weil Wolfgang Neuss nämlich mit 15 beschlossen hat, Clown zu werden und von Breslau ins damals weit entfernte großstädtische Berlin gezogen ist und in Berlin versucht hat, Clown zu werden. Das fand die Berliner Gendarmerie jetzt nicht so lustig. Die haben den 15-jährigen Bengel dann erst in Berlin eingebuchtet und dann mit Schimpf und Schande wieder nach Hause geschickt. Aber zumindest der Wunsch, Clown zu werden, war geboren. Und den hat Neuss dann nach den Erfahrungen im Lazarett, wo er erste bunte Abende gemacht hat, so überliefert es Neuss zumindest, dann langsam aber sicher auch selbst ernst genommen. Und das nach außen getragen. Ein komisches Talent hatte der gute Mann. Ich kann euch jetzt leider nichts einspielen, weil mein Rechenknecht solche gewaltigen Experimente nicht zulässt. Aber das Internet ist voll von Wolfgang Neuss. Ihr solltet die kommenden Tage nutzen, um da gelegentlich mal ein bisschen was zu klicken. Olle Wolfgang Neuss lohnt sich. Wie gesagt, vorausgesetzt, ihr habt ein kleines bisschen ein Faible für Politik und deutsche politische Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg. So, jetzt gucke ich schnell nochmal. Hier gibt es einen neuen Beitrag. Wird geladen.
heute nicht viele Kommentare, aber natürlich ist das Thema jetzt auch nicht so super kontrovers und wir haben auch keinen Streit und Dialog in dem klassischen Sinne, zumindest nichts, was mit der letzten Ausgabe vergleichbar war. Für alle, die letzte Woche nicht dabei waren, ihr könnt das ja nachholen auf meinem YouTube-Kanal, YouTube/usualredarnd. Da könnt ihr die Sendung an der schönen blauen Donau vielleicht mal nachgucken. In der letzten Ausgabe gab es nämlich ganz erhebliche Diskussionen, sage ich mal, zwischen Vertretern des österreichischen Handverbandes auf der einen Seite und Vertretern der österreichischen Organisation Legal, Legalisieren rund um Mario Danne. Die haben sich aber, so zumindest mein gegenwärtiger Eindruck, zusammengerauft und machen demnächst auch eigene Google Hangouts. Neue Fragen gibt es noch nicht im YouTube-Chat. Da kann ich ja spontan mal gucken. Ich glaube, am Donnerstag ist die erste Hangout-Sitzung der österreichischen Hanfaktiven. Sekunde. Mal schnell klicke die Klick machen. In der Zeit kann ich ja... Nee, ich kann nicht gleichzeitig klicken und Wolfgang Neuss was erzählen. Dann bin ich überfordert. Es tut mir leid, Monotasking Geier hat hier seine natürlichen Grenzen. Tim, tim, tim. Cannabis in Action heißt die neue Sendung der österreichischen Hanfaktiven. Unsere Themen sind Vernetzung in Österreich und Netzwerkarbeit für eine europäische Legalisierung. Wir werden Aktionen vorstellen und hoffen auf Ideen und aktive Beteiligung bei den angebotenen Projekten. Und das Ganze geht los am Donnerstag ab 20.15 Uhr. Auch so ein Google Hangout-Event wie der weiß der Geier, den wir jetzt hier gerade mitmachen oder zugucken. Den einschlägigen Link findet ihr auf Fratzebuch, Google Plus und so weiter. Ich nehme an, dass sie das in den nächsten Tagen auch noch ein bisschen weiter verteilen wollen. Donnerstag, 28.11. 20.15 Uhr. Wer von der letzten Woche, von der letzten Ausgabe noch übrig geblieben ist und lieber über Österreich diskutieren will, am Donnerstag ab 20.15 Uhr, schaut einfach mal auf die einschlägigen sozialen Netzwerke. Ich nehme an, dass Mario Danne, aka Hanf Jesus, der Veranstalter sein wird. Vielleicht taucht er ja nachher auch noch in dieser Sendung auf. Er war sich noch nicht sicher, ob er heute da sein wird. Habt ihr, meine lieben Zuhörer, denn aktuell irgendwelche Fragen an mich? Ansonsten schaue ich jetzt gerade mal nochmal auf YouTube. Ja. Wo ist eine Frage bitte. Und zwar speziell jetzt für den Freitag, für den Hanfmuseumsgeburtstag. Ja. Wann, also kann man das irgendwo einsehen, wie das Programm ist, wann die Filme laufen? Weil den Film würde ich mir schon gern ansehen, auch im Hanfmuseum. Ja. Also auf der Webseite hanfmuseum.de findest du das Programm. Wann konkret wir den Film zeigen, haben wir jetzt noch nicht ausgemacht. Die Reihenfolge werden wir am Mittwoch bei der Teamsitzung ausknobeln. Okay. Wenn du Referenz hast, kannst du mir das gerne mitteilen. Dann kann man den Film entsprechend im ersten oder im zweiten Kinoblock machen. Ja, ist halt nur interessenhalber, weil ich, wie gesagt, gerne kommen möchte und dann würde ich das eventuell dann so legen, dass ich mit dem Film da ja mit einer Freundin ansehen kann. Das kriegen wir bestimmt hin, wenn du da eine Wunschtermin hast. Wir haben zwei Kinoblöcke. Nee. Wunsch nicht, bin total anpassungsfähig. Sie hatte mich halt angesprochen, sie war halt das letzte Mal, glaube ich, vor 10 Jahren oder so im Hanfmuseum. Und das wäre, denke ich, eine coole Geschichte auch für sie. Ich habe den Film jetzt schon angeguckt und ich denke mir, der würde ihr auch gefallen. Ich mag den sehr, das ist so eine der ersten Sachen, über die ich auf Neuss aufmerksam geworden bin. Weil es halt eine ganz andere Art ist, sich mit dem Thema Nazis versus Kommunisten auseinanderzusetzen. Nee, andere Art finde ich nicht. Ich finde, das ist irgendwie, ich würde schon fast sagen, dass das trifft irgendwie meine Gedanken auch irgendwie oder meine Welt ein bisschen. Ich habe einen Opa, der ist relativ früh gestorben, als ich noch relativ jung war, aber der hat eben noch früher aus dem Krieg erzählt und
da erkenne ich halt auch viele Sachen wieder, wie er halt da seinen Vater versteckt im Prinzip. Weil im Prinzip hat ja irgendwo, haben wir ja alle irgendwo unsere Vorfahren, unsere Großeltern oder weiß der Geier ja irgendwo mal was mit mit zu tun gehabt. Ich finde, wie er umgeht, das ist im Prinzip, wie er es in dem Film zeigt, wie er mit den Nazis und mit den Kommunisten eben so umgeht, das ist eine völlig menschliche Art und Weise, die eigentlich jeder irgendwo verstehen kann und nachvollziehen kann. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, wieso es damals nicht ständig so gelaufen ist da. Ne? Also das ist irgendwie, also mich hat er irgendwie, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, also es ist im Prinzip genau ja, meine Art, wie ich damit umgehen würde in dem Fall. Ne? Natürlich aus der Sichtweise eines Nachgeborenen. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, wenn die Leute sagen, zur Zeit des Dritten Reiches wäre ich so oder so gewesen, weil wir halt alle da gelebt haben. Und ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass aus mir ein guter Nazi geworden wäre. Mit dem richtigen Sozialisierungsinput hätte ich auch den Führer gemacht. Nee, verstehe mich nicht falsch. Ich meine das so, eben in Bezug auf, dass wir ja jeder im Prinzip irgendwo noch entfernte Wurzeln dazu haben und ja, dass sich da jeder auch, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, darüber bewusst sein sollte, dass es eben so und so, ich meine, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Tut mir leid. Ja, dann probier dich einfach aus. Da ist das Schöne an der Sendung, wir haben ja Zeit. Im Zweifel sagen wir zwei Sätze statt einen, damit wir auch vernünftig hinkriegen, was wir sagen wollen. Ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücke. Also viele sehen das Thema Nazis oder also linksextrem oder rechtsextrem halt ja, so als extremes Thema an. Totalitarismus ist extrem, egal ja. In welche politische Richtung er tendiert. Wenn man sich selbst als Rand definiert, dann nimmt man ja freiwillig eine extreme Position ein. Ja, ich meine aber, wie er es da zeigt, er lässt das alles für sich außen vor. Ja, und also er sieht da jetzt nicht den Nazi und er sieht da jetzt nicht den Kommunisten, er sieht da halt den Typen aus dem 11. Stock oder aus dem 4. Stock oder wo er her war und ja. Er sieht da halt seinen Vater nicht und das ist dann in dem Fall, klar, er redet der Kommunist und er sagt auch der Nazi, aber letztendlich behandelt er sie ja nicht so und das ist das, was ich cool finde oder wie ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Aber vielleicht geht das in eine ähnliche Richtung. Mir hat das sehr zugesagt, dass er dieses politische Problem auf eine menschliche Ebene reduziert hat und gesagt hat, guck mal, am Ende sind das alles die gleichen Leute, die in dem gleichen Verschlag im Kohlenkeller liegen und ja. Sich Pimp verstecken lassen müssen. Ja. Aber es gibt ja auch die andere Perspektive noch mit. Wir Kellerkinder, für die den Film nicht kennen, ist die Geschichte, wie es zu einer Hakenkreuz-Schmiererei gekommen ist. In den 50er Jahren haben die Zeitungen das Wiedererstarken neonazistischer Strömungen in der Bundesrepublik sehr, sehr zögerlich aufgegriffen. Und wenn sie es thematisiert haben, dann hat man das gern dargestellt als eine Art Protestbewegung von jungen Halbstarken. Und manchmal hat man auch dafür gesorgt, dass die passende Schlagzeile kommt. Und das ist das Grundmotiv dieses Films, dass ein Fernsehreporter, Journalist für ein Medium auch unbedingt ein Bild braucht, wie jemand ein Hakenkreuz schmiert. Und dann geht Wolfgang Neuss los und schmiert ein Hakenkreuz, aber nicht einfach irgendwo, sondern er schmiert es an die Jazzkneipe seines Vaters, der früher zu Zeiten des Dritten Reiches sehr linientreu war, so linientreu, dass er sogar den einzigen Kommunisten im Haus denunziert und verfolgt hat. Dieser Kommunist wiederum hat sich im Kartoffelkeller versteckt, da wo die Familie Neuss eigentlich gelebt hat, bis oben drüber eine prima jüdisch besetzte Wohnung frei wurde, wie das im Dritten Reich so üblich war. Man hat sich damals nicht nach oben geschlafen, sondern die Wohnungen wurden halt von den Leuten gesäubert, die man nicht mehr haben wollte. Und der Blockwart hat dann gesinnungstreue Leute reingesetzt, die dafür entsprechend gut geflaggt haben. Aber in dem Keller, in dem die früher gelebt haben, da gab es ein Versteck, in dem sich der kleine Pimpf Neuss immer versteckt hat. Und in dem Versteck Neuss dann in dem Film den Kommunisten aus dem 4. Stock war es, glaube ich, solange der Krieg währt. Nach dem Krieg, wenn dann die große Entnazifizierung ist, ist das Problem andersrum. Sein Vater, der Ex-Nazi, muss sich verstecken
und landet lustigerweise genau in dem gleichen Verschlag, in dem vor ihm der böse Kommunist aus dem vierten Stock gelegen hat. Eine lange Geschichte. Neuss landet wegen dieser Hakenkreuzschmiererei in der Klapse, zusammen mit zwei anderen Leuten, die ein Problem mit der Aufarbeitung der Nazizeit haben. Unter anderem eine sehr ganz köstliche Figur, der war im Hofbräuhaus in München der Mann am Klo, der da am Teller sitzt und die Klos putzt und so weiter. Und weil er eine Ähnlichkeit, auch so ein Bärtchen hatte und sowas, haben die Leute ihn immer Adolf genannt und dann hat er gegen Geld den Leuten halt Sieg Heil gesagt und Führerreden gehalten und sowas, so ein bisschen den kleinen Adolf gemacht, so lange, bis diese zweite Persönlichkeit so fest in ihm drin verwurzelt war, dass er in die Klapse gewandert ist, weil er halt behauptet hat, er sei Adolf Hitler. Und dann ist noch eine dritte Person in dieser Klapse, mir fällt es gerade nicht ein. Albert, hast du es noch auf dem Schirm, wer der dritte ist? Ich überlege gerade, es waren Flötenspieler und Trommler und er war der dritte. Jedenfalls. Klavierspieler war es. Moment, das eine war Kloputzer, der andere war. Ha, gute Frage. Es wird Zeit, dass wir den Film nochmal gucken und dass wir alle gemeinsam am 6. Dezember im Hanfmuseum. Und da Albert sicherlich nicht gehen möchte, bevor der gesellige Teil anfängt, kleines Geheimnis, nur jetzt von mir, nicht weitersagen, es gibt dann auch nach Schließung des Programms um 19 Uhr für den harten Kern, der dann noch da ist, sozusagen ein lecker Hanf-Hochzeitssüppchen, ein bisschen was Warmes, bevor wir den Abend gesellig ausklingen lassen. Aber an diesem Tag wird es nachmittags auf alle Fälle auch wir Kellerkinder geben. So spontan, glaube ich, ungefähr 16 Uhr habe ich das jetzt auf meinem Zeitplan stehen, der Mittwoch bestimmt abgenickt wird. Ab Donnerstag könnt ihr dann auf der Webseite hanfmuseum.de lesen, welche Film, / welche Dokumentation wann gesendet wird. Ich verhandle auch gerade mit Jette, ob die nicht noch ein bisschen private Aufnahmen von Neuss rausrückt, die noch nicht versendet wurden. Bis dato habe ich ein großes Archiv von veröffentlichtem Material, aber Jette hat mir eigentlich versprochen, dass sie auch noch ein bisschen was Geheimeres ausgräbt. Seine Tochter ist so ein bisschen sowas wie die Nachlassverwalterin von Wolfgang Neuss. Sie hat zwar an den wenigsten Sachen die Rechte, aber sie kennt zumindest immer die Leute, die da entsprechende Rechte haben und kann die dann auch bekneten und sagen, hier, du hast mir 1972 kein Gramm von deinem leckeren Haschisch abgegeben, jetzt gib wenigstens mal die Rechte für das Museum raus, damit die das und das veröffentlichen dürfen. So kommt man an Bilder und ab und zu auch mal an Bewegtbilder eines Wolfgang Neuss aus einer Zeit, in der das mit den Bewegtbildern noch nicht so einfach war wie heute. Auf YouTube ist gerade vor einer Minute die Frage reingekommen, um was geht es denn heute in der Sendung? Lieber Ryan, heute geht es in der Sendung offiziell um Wolfgang Neuss 90. Geburtstag, eine Erinnerung an den für mich persönlich wichtigsten deutschen Kabarettisten seit Karl Valentin. Aus aktuellem Anlass haben wir auch ein bisschen über Dieter Hildebrandt gesprochen und das Ganze garnieren wir mit einem Vorausblick auf den 19. Geburtstag des Hanfmuseums. Wir fangen nämlich am 6. Dezember am Nikolaus das 20. Jahr unseres Bestehens an, das wir im Laufe des Jahres sicherlich hier und da auch noch ausgiebiger feiern werden. Jetzt klingelt mein Telefon, das finde ich überhaupt nicht lustig. Wer auch immer gerade anruft, ich gehe jetzt nicht ran. Der Anrufbeantworter müsste aber gleich angehen, dann seid ihr das Geklingel wieder los. Oder will in der Zeit jemand anderes was sagen? Jetzt müsste der Anrufbeantworter angehen. Nein, tut er nicht. Soll ich mal rangehen und auf laut stellen und die Leute damit konfrontieren, dass sie jetzt live im YouTube sind? Nee. Die Drohung hat funktioniert. Das könnte man eigentlich für eine der kommenden Sendungen sich mal überlegen, ob wir das tatsächlich mal ausprobieren, hier auch Leute via Festnetztelefon live dazu zu schalten. Beim letzten Mal hatte ich ja nicht das Problem, dass zu wenig los war. Heute ist es ein bisschen schleppender. Wir können ja gelegentlich auch nochmal darüber philosophieren, was wir denn dann in der ersten Dezember-Sendung als Thema wählen wollen.
So richtig weiß ich nämlich noch nicht, worauf ihr Lust habt. Und eigentlich soll es ja bei Weiß der Geier darum gehen, was ihr für Ideen, für Themen und Fragen und so weiter habt. Apropos, jetzt hat sich Chris auch schon wieder verpisst. Keiner mag mich heute. Ich so hätte was. Direkt noch eine Idee. Jetzt geht ja gerade durch, also auf Facebook habe ich es aufgeschnappt, es soll ja jetzt so eine Fahruntüchtigkeit oder Fahrtüchtigkeit für Patienten, soll es eine Studie geben oder soll ein Gesetz oder irgendwie was in diese Richtung soll da unternommen werden, fände ich ganz interessant, wenn man darüber mal sprechen könnte, beziehungsweise auch inwieweit Thema Fahruntüchtigkeit für Konsumenten etc. Und dann die Geschichte Fahruntüchtigkeit durch Mischkonsum war jetzt auch gerade so ein Thema, fand ich sehr interessant und ja, da denke ich mal, gibt es auch wieder viel zu erzählen und zu streiten. Dann fange ich am besten mal von hinten an, weil ich die Aufregung um das Gerichtsurteil zum Mischkonsum beim besten Willen nicht nachvollziehen kann. Das Gericht hat nichts anderes getan, als eine Regelung bestätigen, die im deutschen Führerscheinrecht drinsteht, solange es ein deutsches Führerscheinrecht gibt und die da lautet, wer sich gleichzeitig unter den Einfluss mehrerer berauschender Substanzen begibt, ist charakterlich ungeeignet, ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr zu führen. Das ist eine Vorschrift, die sehr selten in der Rechtsrealität umgesetzt wird. Die hebt man sich eigentlich auf für besonders renitente Leute. Und der Betroffene hat jetzt offensichtlich diesen Status gekriegt. Jedenfalls konnten sie ihm nichts anderes nachweisen, außer dass er Alkohol konsumiert hat und Cannabis gleichzeitig. Ja. Folgerichtig hat man ihn zur MPU gebeten, weil er charakterlich ungeeignet ist, ein Kraftfahrzeug zu führen, unabhängig davon, ob das im Straßenverkehr stattfindet. Jetzt kann man vortrefflich darüber streiten, ob das eine sinnvolle Vorschrift ist, aber die Vorschrift steht schon sehr, sehr lange in diesem Gesetz drin und das Gericht hat jetzt nichts Spektakuläres gemacht, indem es gesagt hat, das steht da halt schon lange drin, das ist so, wenn die Politik es nicht ändert. Das ist nicht Aufgabe der Gerichte, Gesetze in Deutschland zu machen, es ist Aufgabe der Gerichte, Gesetze umzusetzen und ihre Umsetzung zu überwachen, wenn sie von Verwaltungsbehörden und Ähnliches ausgeführt wird. Insofern konnte ich jetzt nicht nachvollziehen, dass da vielfach so getan wurde, als sei das was ganz Neues. Ich denke mal, weil es einfach keiner so wusste, weil es eben so selten angewendet wird, das hat dann die Leute wahrscheinlich so, was, so, ne, so überrascht. Das extreme Negativbeispiel, was ich dazu mal erlebt habe, ist eine Frau, die vor, mittlerweile ist so 6 oder 7 Jahre her, in Hannover Probleme mit ihrem lokalen Dorfsheriff gekriegt hat. Und der hat dann sogar dafür gesorgt, dass sie nicht mehr ihren Hund Gassi führen durfte, sondern sich von einer Betreuungsperson quasi mit Hund zum Hundeplatz bringen lassen musste. Dann durfte sie dort ihren Hund spazieren gehen lassen und dann mit Aufsicht wieder zurück, weil sie halt so eine böse, böse, renitente Drogenkonsumentin war. Und da verstehen die deutschen Behörden keinen Spaß. Der Führerscheinentzug hat sich so seit Mitte der 90er ungefähr zum Ersatzstrafrecht gewandelt. Ich kann verstehen, dass viele da unangenehm berührt sind und dass das für viele ein Problem ist, dass sie erst wahrnehmen, wenn es sie tatsächlich betrifft. Aber wenn man mal sich die Mühe macht, in das Gesetz zu gucken, dann stehen diese Regelungen tatsächlich schon sehr, sehr lange vergleichsweise unwidersprochen drin. Es ist halt ursprünglich nicht dafür gedacht, Fußgänger zu kriminalisieren, wozu es heute missbraucht wird. Wenn man sonst nichts findet, dann nimmt man den Führerschein weg, so wie man bei Hausdurchsuchung, wenn man sonst nichts findet, dann aber zumindest eine geklaute MP3 oder sowas auf dem Rechner verbuchen kann. Und solche Zufallsfunde machen dann vielfach die Grundlage für andere Strafverfahren. Bevor ich es vergesse, jetzt heute kam dann ein anderer Fall, oder war es gestern, ich weiß nicht, ich habe heute davon erfahren, ein Mitglied des HAMF e.V., also eines relativ jungen Vereins, der sich in und um Hamm herum gebildet hat, dort die HAMF-Freunde miteinander verbinden will, mit einem Schwerpunkt Medizin. Eines der Vereinsmitglieder hat Probleme mit der Führerscheinstelle.
Der ist zwar selbst nicht gefahren, aber aus irgendeinem Grunde hat die Führerscheinstelle erfahren, dass er Medizin, Cannabis konsumiert und das regelmäßig. Und deshalb stellen sie seine Fahreignung in Zweifel. Das ist auch prinzipiell erstmal zulässig, weil im Führerscheinrecht keine Ausnahme für Cannabis-Patienten gemacht ist. Was auch unlogisch wäre, wenn Cannabis die Verkehrsfähigkeit beeinträchtigt, also die Teilnahme am Straßenverkehr negativ beeinflusst, dann ist das auch bei Patienten so. Folgerichtig müsste man Patienten, so wie das bei Opioiden-Medikamenten zur Schmerzbekämpfung auf Opiumbasis zum Beispiel ist, die Bedienung von gefährlichen Maschinen und die Teilnahme am Straßenverkehr, solange sie unter der Wirkung des Medikaments sind, untersagen. Das Dumme an dem Fall ist jetzt, dass die Behörde offensichtlich selbst weiß, dass das Unrecht ist und diesen Patienten dazu zwingen will, an seinem Fall die entsprechende gesetzliche Lage überprüfen zu lassen. Und das ist für den Betroffenen natürlich die Oberarschkarte. Die Führerscheinstelle weiß eigentlich, dass der am Straßenverkehr teilnehmen kann und offiziell wollen die dem den Führerschein auch gar nicht wegnehmen. Und weil sie das wissen, müssen sie ihm den Führerschein jetzt wegnehmen, damit er dann gezwungen ist, dagegen zu klagen, damit die Behörde mal rauskriegen kann, ob das denn grundsätzlich richtig ist, den Patienten den Führerschein wegzunehmen oder nicht. Das ist für den Betroffenen eine echte Schweinerei. Und damit sage ich jetzt erstmal Hallo Joost. Hallo. Wir waren gerade, ich und Albert, im Gespräch mit dem Cannabis-Patienten aus Hamm. Ich weiß nicht, ob du das auch mitgekriegt hast. Das ging ja heute über die sozialen Medien. Hast du da eine andere Einschätzung als die, die ich jetzt gerade geäußert habe? Möchtest du vielleicht noch was ergänzen? Nein, das ist der Hauptmann von Köbelgau. Du hast es ja eben schon gut gesagt, also von daher passt das. Ich weiß so spontan auch nicht, wie man dem Patienten dabei irgendwie helfen könnte, im Zweifel auch Geld für einen Rechtsanwalt zur Verfügung stellen, weil so Verwaltungsrechtsgeschichten gerne zähe Verfahren sind. Siehe Günther Weiglein zum Beispiel, dessen Verfahren jetzt auch schon 2 Jahre, ein bisschen mehr läuft und der immer noch keinen Gerichtstermin vor dem Verwaltungsgericht bekommen hat, obwohl völlig klar ist, wie das Verwaltungsgericht entscheiden wird, nämlich, dass sie die Klage ablehnen und ans Oberverwaltungsgericht weiterverweisen. Jetzt gehe ich auch ran. Hier, einmal zu oft, Telefonanruf. Hanfmuseum Berlin, Steffen Geier, guten Abend. Der Tribble ist gerade nicht im Büro und ich bin auch live in einer Sendung auf YouTube. Du hast jetzt Glück gehabt, dass ich nicht ganz gemein drauf bin, sonst hätte ich dich gleich ins Laut geschaltet. Keine Ahnung, wenn er gesagt hat, er kommt, dann kommt er. Ich kann jetzt leider auch nicht durchs Museum laufen und gucken, ob er vielleicht da ist. Es tut mir leid. Wenn er zuguckt, dann kann er vielleicht mal schnell ins Büro springen und ans Telefon kommen. Ich weiß nicht. So, in einer halben Stunde bin ich fertig. Dann kannst du gerne nochmal durchklingeln. Dann gehe ich wieder dran und es ist nicht ganz so störend. Ich danke für dein Verständnis. Tschüss. Man kann ja eben noch mal ganz kurz zu der Hammgeschichte sagen, dass du einfach der Willkür ausgesetzt bist und dass ich da auch überhaupt gar keinen Rat habe, außer denen, dass er sich gerne an uns und andere wenden kann, um halt einen kompetenten Anwalt zu haben, der ihn in diesen Sachen weiter berät, wobei wir wissen, dass natürlich im Verwaltungsrecht ein Anwalt ganz wenig Einflussmöglichkeiten hat. Wenn es nicht um irgendwelche klassischen Formfehler geht oder so, aber das scheint in dem Fall zumindest jetzt nicht an der Tagesordnung zu sein. Es ist ein ganz ordentliches Verfahren. Nach den Buchstaben des Gesetzes, so blöde das klingt, ist dem Herren der Führerschein zu entziehen, weil er regelmäßig Betäubungsmittel konsumiert und zumindest zu befürchten ist. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er sich auch nach dem Konsum an den Straßenverkehr irgendwie teilnimmt. Immerhin war er auch schon mal als Beifahrer irgendwo und hatte Cannabis dabei. Er ist zwar nicht selbst gefahren, aber es liegt zumindest nahe, dass auch das mal passieren könnte. Und das ist, Joost wird das sicherlich bestätigen,
längst kein Einzelfall, sondern eine traurige tägliche Routine im Rahmen der Arbeit der Grünen Hilfe. Ich mache das ja jetzt hier, wenn ich hier im Berlin Museumsdienst habe, auch gelegentlich. Aber das sind die allermeisten Fälle, die uns erreichen per Telefon, sind Leute, denen gerade der Führerschein weggenommen werden soll, aus welchen Gründen auch immer. Nicht zuletzt, weil jedes Wochenende ein paar tausend Polizisten in Deutschland unterwegs sind und Diskotheken belauern. Wobei man da mal sagen muss, da hast du völlig recht, das ist so. Die Kriminalisierung nimmt stetig zu. Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass mittlerweile auch immer mehr, wie es früher schon mal der Fall gewesen ist, Delikte in den Vordergrund treten, wo du nicht aktiv im Straßenverkehr teilgenommen hast, und wo dann trotzdem dir der Führerschein entzogen werden soll. Diese Tendenz nimmt also eindeutig zu. Also du, das ist der Cannabisbesitzer mit geringen Mengen, der die letzten Jahre eher nicht das Problem vor Gericht hatte, weil es häufig eingestellt worden ist. Aber dieser Kausalzusammenhang zur Straßenverkehrsbehörde, der besteht halt. Und der wird auch immer mehr ausgebaut. Und da müssen wir auch unser Augenmerk drauf richten. Und das nicht nur bei Cannabis. Ich habe jetzt auch schon, also speziell bei einem Fall weiß ich es, wo halt ein betrunkener Radfahrer, also der nicht Rad gefahren ist, der sein Rad geschoben hat, der wurde halt zweimal so angetroffen und hat danach seinen Führerschein halt verloren. Auch aufgrund der Vermutung, der könnte ja fahren oder der wird ja bestimmt gefahren sein oder. Dazu muss man wissen, wer sein Fahrrad schiebt, fährt. Es gilt nämlich, wer lenkt, fährt. Und wenn man sein Fahrrad schiebt, hat man in aller Regel mindestens eine Hand am Lenker. Was sollte man als Betrunkener nicht tun? Also Fahrrad anschließen und ohne Fahrrad nach Hause laufen, wenn man betrunken ist. Oder am Sitz führen. Das ja, geht. Am Sitz? Okay, ja, stimmt. Es geht ja im Endeffekt um die indirekte Führung und das ist ja das eigentliche Problem, was auch dahinter steht. Und wir haben es halt in den letzten Jahren eher so gehabt, dass wir unheimlich vermehrt Führerscheindelikte gehabt haben, gar keine Frage, auch ohne Auffälligkeit, die dann Probleme mit dem Führerschein bekommen haben. Und es vermehrt sich aber jetzt so in den letzten Monaten auch, dass Menschen, die noch nicht beim Straßenverkehr teilgenommen haben, dass die auch dann eine Meldung bekommen zum Straßenverkehrsamt und dann zur Überprüfung ihrer Führerscheintauglichkeit herangezogen werden. Das wollte ich einfach nur mal zum Ausdruck bringen. Ich glaube ja, dass das eine der großen Schwächen der Regelungen des 31a, also der geringen Menge ist. Die tritt nämlich nur in Kraft, wenn man zumindest behauptet, dass das Betäubung... Oh. Ja, Paragraph 31. Das war das Stichwort. Das Schlagwort, das Suchwort. Er kommt gleich wieder. Herr Moderator, Sie haben noch nicht Feierabend. Herr Lissmann, übernehmen Sie. Kommen wir uns zu, uns sofort. Erstmal moin moin, lieber Jost. Hi Chris. Hi Mutti. Hi Jost. Wie geht's dir in deiner neuen Stadt? Ist schön? Ja, ich fühle mich sehr wohl. Ich bin ganz happy und ist ein bisschen was anderes als Redding, aber mir geht's echt gut. Also ich kann nicht klagen. Ja, wir müssen mal was für unsere Zuschauer machen. Wir waren ja gerade bei einem Hanffall.
so einen Hut auf habe, will ich mal sagen. Ich habe immer ein bisschen Angst, irgendwas falsch zu machen oder nicht richtig zu tun. Aber da habe ich ja gute Unterstützung. Man Und wächst mit seinen Aufgaben. ja, ich finde es halt toll, dass ich halt immer so im Bereich in meine Liebe so mit reinschieben kann. Das passt auch übrigens heute schön zum Thema, weil ich tue ja auch nichts ohne Liebe, wenn ich irgendwas mache. Mutti, ich finde das ganz klasse. Jetzt sehe ich aber gerade, dass Steffen wieder zurückgekommen ist und deswegen gebe ich die Moderation schwupps ab zu Steffen. Okay. Mein Computer war gerade leider ein bisschen warm. Zumindest habe ich jetzt wieder eine Bauchbinde. Hurra! Ihr wisst, wer ich bin. Lasst euch nicht bremsen. Diskutiert ruhig weiter die Munitionsfabrik. Das ist eine Seite, die kann man nicht oft genug erwähnen. Nee, darum ging es gar nicht. Und zwar ging es um den Fortschritt der Hanfbarrenarbeit, was da jetzt alles schon fertig ist. Und Jost hat gefragt, wie weit wir sind und was es schon Neues gibt. Und ich habe gesagt, ich kann da noch gar nicht so viel zu sagen, weil ich halt die letzten 2 oder 3 Male nicht da war, bis auf das letzte Mal, und ich in meinem Bereich halt noch nicht so allzu viel gemacht habe. Und vielleicht kannst du, Jost, da einfach ein bisschen was erzählen. Also natürlich liest Claudia die Protokolle immer ganz fleißig und ist deshalb schrecklich gut informiert darüber, was die anderen so machen. Hust. Wir waren in den letzten Wochen primär damit beschäftigt, Geld einzusammeln und Künstler anzuwerben. Und insbesondere Letzteres gestaltet sich doch problematisch. Ich habe jetzt heute zum Beispiel Hans Söllner nochmal über Facebook angeschrieben, nachdem diverse E-Mails unbeantwortet blieben. Demnächst muss ich das dann halt mal öffentlich tun, wenn er jetzt auf die Facebook-E-Mail immer noch nicht reagiert. Mittlerweile ist er ja relativ aktiver Facebooker, insofern muss er solche Kontaktanfragen dann auch irgendwie nicht ignorieren, das ist schon doof. Sehr erfolgreich war die Sponsorenjagd. Die Hanfparade hat seit letzter Woche, ich glaube Mittwoch, mindestens so viel Geld im nächsten Jahr, wie wir für 2013 hatten. Und das ist ziemlich gut, weil wir da so früh im letzten Jahr natürlich noch nicht so weit waren. Das heißt für uns, dass es voraussichtlich Anfang Dezember die ersten Poster und Flyer für die Hanfparade geben wird. Das Postermotiv ist ja auch schon über die diversen Netze gepumpt worden. Jetzt wollen wir noch die restlichen 3 Sponsorenplätze füllen. Ich weiß akut nicht, inwieweit das heute schon gelungen ist oder dann in den nächsten Tagen passiert. Und dann wird gedruckt. Zur Not werde ich mich dafür stark machen, dass wir auch ohne die letzten 3 Sponsoren schon mal eine Auflage drucken, weil ich es wichtig fände, dass wir möglichst bald Material an die Leute kriegen. Insbesondere die, die nicht regelmäßig unsere Webseiten besuchen und sowas, die sind ja auf Flyer und Poster im Headshop ihres Vertrauens angewiesen. Zumindest habe ich den Eindruck, dass das relativ gut funktioniert. Widersprecht mir, wenn ich Quatsch erzähle. Nein, nee, also umso früher, umso besser. Also gar keine Frage. Ihr seid ja so früh dran wie selten zuvor. Also nochmal. Naja, mit der Anmeldung sind wir eigentlich so, wie es immer ist. Spätestens im Oktober machen wir die Anmeldung für das kommende Jahr. Schon deshalb, weil in Berlin ja relativ viele Demonstrationen sind. Und bei Demonstrationen gilt, wer zuerst kommt, mal zuerst im Sinne von, der darf die Strecke blockieren. Wir hatten dann immer mal das Problem, dass andere Demonstrationen auch an den Gebäuden vorbei wollen, die wir wollen, und dann müssen die, die später kommen, halt eine Stunde früher oder eine Stunde später langziehen. Deshalb ist es für uns wichtig, die Route möglichst früh klar zu machen. Das wird relativ intensiv diskutiert. Ich konnte mich da dieses Jahr auch nicht so richtig durchsetzen. Ich hätte gerne die Route von 2013 nochmal gemacht. Obwohl die lang war und obwohl viele Leute darüber gejammert haben, jetzt ist es eine andere geworden, aber dann wird die mit Leben gefüllt. Los geht's um 13 Uhr am Hauptbahnhof, genauer gesagt am Südende des Hauptbahnhofs auf dem Washingtonplatz. Washington, der US-Bundesstaat, den hatten wir ja am Anfang der Sendung schon mal im Gespräch. Einer von 2 US-Bundesstaaten, in denen legalisiert worden ist. Zumindest mit gewissen Einschränkungen, bis 1 Unze oder 6 Pflanzen pro Nase und nur Personen über 21, bla 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 bla. Aber so legal, wie es in Washington und Colorado ist,
ist es sonst nirgendwo auf dem Planeten, außer in Nordkorea. Ich habe mir sagen lassen, die haben bis heute kein Drogengesetz und da ist es dementsprechend ungeregelt, also legal. Aber Washington ist natürlich auch ein Politiker, der gute George Washington, wenn ich es richtig im Kopf habe, erster Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, selbst auch Hanfanbauer, obschon nicht alles, was über ihn kolportiert wird, der Wahrheit entspricht. Also zum Beispiel dieser berühmte Satz, man muss die Männchen ausreißen und so, der ist gar nicht so gut belegt, wie das Jack Hara oder Bröckers oder sowas behauptet haben. Ich habe das selbst hier und da mal weitererzählt, aber mittlerweile weiß ich, dass man das nicht tun sollte, weil es dafür keine zeitgemäße Quelle gibt. Das hat man ihm erst 100 Jahre später in den Mund gelegt, sozusagen. Dann geht es weiter nach einer Auftaktkundgebung von 13 bis 14 Uhr über die Invalidenstraße am historischen am Deutschen Naturkundemuseum vorbei zum Platz vor dem neuen Tor. Da ist die Bundeszentrale von Bündnis 90 Die Grünen. Und dort wollen wir, ähnlich wie es im 2013 mit der CDU passiert ist, vor der CDU-Zentrale, Leuten die Möglichkeit geben, sich kritisch mit der Drogen- und Suchtpolitik von Bündnis 90 Die Grünen auseinanderzusetzen. Zum Beispiel Joost könnte da ja ein Interesse dran haben als Linker. Schauen wir mal. Eingeplant habe ich Joost als Redner noch nicht, weil es für die Zwischenkundgebung und Stadtkundgebung noch keine Rednerliste gibt. Sowas machen wir dann im Frühling irgendwann, so im März, sagt das mein persönlicher Zeitplan. Weiter geht's auf alle Fälle zum Bundesgesundheitsministerium. Wir treffen dann quasi auf die Route, die ihr schon aus den Jahren 2010 bis 2012 kennt, nämlich an der Ecke Oranienburger Straße, Friedrichstraße, stoßen wir dann wieder auf die alte klassische Hanfparadestrecke zum Bundesgesundheitsministerium. Da wird es eine Zwischenkundgebung geben. Dann das, wie zumindest erwartungsgemäß, geilste Stück, die Friedrichstraße runter über die Brücke, so ein bisschen in eine Kuhle rein, unter der S-Bahn durch, wo alle nochmal ganz fürchterlich Krach machen und Steffen traditionell ein bisschen Pipi in den Augen hat. Und dann unter den Linden am Reichstag vorbei zum Brandenburger Tor und dort wird es eine große Abschlussveranstaltung geben. Wie groß die wird, hängt natürlich von der Kohle ab, die wir einsammeln, insbesondere da wir davon ausgehen müssen, dass wir auch im nächsten Jahr wieder keine Speisen und Getränke verkaufen dürfen. Und weil wir davon ausgehen müssen, haben wir uns gleich in die Kalkulation einen Geldbetrag reingeschrieben, der dazu dienen soll, den Demonstrationsteilnehmern kostenlos hanfhaltige Speisen und Getränke abzugeben. Wir denken da an Hanfbratwürste, Hanfgrünkernbratlinge, Hanfsuppe, geröstete Hanfsamen, Hanflimo und vielleicht sogar noch ein bisschen Hanfbier. Davon wird es jetzt vermutlich nicht genügend geben, dass alle den ganzen Tag davon satt werden können. Aber so zumindest der Plan, jede Stunde ein Kontingent X an all diesen verschiedenen Lebensmitteln, die wir einfach so verteilen. Überhaupt wird sehr intensiv zum Beispiel von Marion daran gearbeitet, dass ihr, liebe Demo-Besucher, auf der Hanfparade möglichst viel Giveaways absahnen könnt. Wenn die Versammlungsbehörde uns verbietet, kommerziell Sachen abzugeben oder gegen Spende oder ähnliches, dann müssen wir dafür sorgen, dass es möglichst viel zu verschenken gibt. Ein Teil werden Werbegeschenke von unseren Sponsoren sein, ein Teil werden Werbegeschenke von den Firmen sein, die sich dort präsentieren und einen gewissen Teil werden wir als Jakis e.V., der die Hanfparade durchführt, beziehungsweise als Orga-Team, das sich die Arbeit macht, einfach vorher bezahlen, damit man euch das kostenlos in die Hand drücken könnt. Damit ihr halt nicht ins Adlon oder in die Akademie der Künste müsst, um mal eine Limo zu kaufen, weil was anderes gibt es da rund um das Brandenburger Tor leider nicht, wo ihr hingehen könnt. Mein persönlicher Arbeitsschwerpunkt sind im Moment zwei Baustellen. Das eine sind die Künstler. Ich hätte gern, dass ein möglichst buntes Programm namhafter Künstler auf der Hanfparade zu sehen ist. Habe mich deshalb mit in die Band AG reingedrängelt und denen so ein bisschen meine Lieblingsvorgehensweise aufgedrückt. Jetzt gucken wir, ob das funktioniert. Und das zweite Projekt sind die Paradewagen. Das versuche ich gerade loszuwerden an den guten Jens, der im Zweifel jetzt auch gerade zuguckt.
Der sind wir aber noch nicht so weit, dass man da tatsächlich spruchreif drüber reden kann. Zum Beispiel haben wir noch nicht drüber geredet, ob wir wieder eine Beschränkung auf 7,5 Tonnen haben wollen bei den Paradewagen. Und wir haben auch nicht drüber geredet, ob wir tatsächlich eine Beschränkung auf 3 kW Musikleistung haben wollen. Vielleicht können wir das ja jetzt hier in der größeren Runde nochmal diskutieren. Haltet ihr diese Beschränkungen zum Beispiel für sinnvoll? Hat sich das in den letzten 2 Jahren, so lange haben wir diese Beschränkungen jetzt in euren Augen bewährt? Hat das zu einer Wahrnehmung von mehr unterschiedlichen Wagen geführt? Oder ist da genau die gleiche Wagenmeute wie 2010 oder 2011 auch? An dieser Stelle bitte irgendjemand ja okay. oder nö sagen, sonst quatsch ich weiter. Für mich schwer zu sagen, weil ich ja immer als Mitläufer ja, da bin und dann immer sowieso erstmal nur 1, 2, maximal 3 Wagen beim Mitlaufen von der Parade selbst mitbekomme. Die Wagen an sich, den Gesamteindruck sozusagen, bekomme ich dann sowieso immer erst auf der Straße des 17. Juni, wenn ich mir die alle nacheinander angucken kann. Und von daher weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich was bringt oder nicht. Ich mit der mit der KW-Beschränkung wäre eine Geschichte, ja, wenn jetzt da einer sehr laut wäre, dass man den anderen nicht mehr hört. Also mich hat es dann schon manchmal ein bisschen gestört beim Mitlaufen, wenn ich dann von hinten die Musik höre und von vorne die Musik höre. Und ich stelle es dann halt mir problematisch vor, wenn das dann noch mehr Leistung ist, dass dann noch mehr durcheinander hört. Aber ansonsten, ja, denke ich nicht, dass das irgendwie irgendwelche Einflüsse nimmt. Wie stehst du denn zu der Theorie, die immer wieder geäußert wird, dass die Handparade quasi automatisch wachsen würde, wenn wir nur besonders große Trucks zulassen? Also namentlich wird da von zum Beispiel Klaus der Gärtner immer wieder gefordert, dass wir doch so Lovebraid-mäßige 40 Tonner zulassen sollen. Und ich bezweifle, dass das tatsächlich dazu führt, dass die Demonstration attraktiver für unterschiedliche Zielgruppen wird. Weil nach meiner Erfahrung so ein Riesentruck die Demo dann dominiert, überstrahlt. Und die vielen kleinen Autos, die wir dann mit da haben von den DHV-Handfrickschas, die es ja mittlerweile nicht mehr gibt, aber in den letzten Jahren gab, bis hin zu zum Beispiel der Cannabis Colonia, die mit einem ganz normalen VW-Bus an der Demo teilnehmen, die sieht man dann nicht mehr, sobald da ein 40-Tonner am Start ist, der mit 10 oder 20 kW Musikleistung dann auch akustisch sehr, sehr dominant wird. Aber schon durch die optische Dominanz dieses einen Riesenwagens habe ich das Gefühl, macht man so ein bisschen den Zusammenhang in der Demo, das Gemeinschaftsgefühl kaputt. Der Charme geht dabei verloren. Wenn so Riesenwagen sind und sich die Wagen gegenseitig überschallen, weil sie natürlich am lautesten sein wollen, und die bringt nichts. Bei dem Reh muss man halt immer betteln, dass die Musik leise gemacht wird und man nimmt auch unter den Wagen nicht so großartig Rücksicht, also von dem einen Musikwagen auf den anderen Musikwagen. Vielleicht müssen wir das auch einfach anders platzieren. Größere Wagen halte ich nicht für wichtig. Jeder kann einen Wagen machen, wenn er möchte, egal welcher Sparte Musik, außer rechts oder so ein Krams. Aber ich finde nicht, dass größere Wagen und noch mehr Lautstärke was bringen. Okay, es ist lauter und mehr durcheinander, aber das Volk, was ja eigentlich mit dem Herzen dabei ist und mitläuft, wird nervlich dann total zerbombt und die Stimmung geht einfach verloren, der Charme geht verloren. Mir war letztes Jahr schon einfach viel zu viel Alkohol, also viel zu viel Kinder, viel zu viel Alkohol und viel zu viel Aggression auf der Parade. Das kannst du vorher nicht. Und ich will einfach, dass es schön angenehm und dass die Leute glücklich sind und tanzen und nicht irgendwie hinterher einen Hörschaden haben, weil sie auf der Hanfparade waren. Kippen ist gut, aber Hanfparade hat mich taub gemacht oder so. Nee, finde ich nicht so schön. Ich finde, es soll so bleiben. Es kann ja jeder einen Wagen machen und die Leute, die daran teilhaben wollen,
oder irgendwen gut finden, den finden die auch gut, wenn er nur einen kleinen Wagen hat. Also ich würde da ganz gerne mal zwei, drei Sätze zu sagen. Also erstmal, ob du einen 7,5 Tonner hast oder einen 20 Tonner, das macht von der Ladefläche, also von den Möglichkeiten, die du darauf hast, überhaupt gar keinen großen Unterschied so. Aber wir reden hier von der Hanfparade, dieses Jahr 7.500 Menschen, und da sind wir ganz weit von entfernt, in solchen Dimensionen wie mit 40 Tonnern zu reden. Also wenn wir mehr werden und wenn die Hanfparade, nicht, dass ich das jetzt unbedingt will, aber ich sag mal so im Vergleich, so ein bisschen in diese Richtung von Love Parade wieder reingeht, wo sie ja schon mal war, dann kann man über sowas vielleicht gern nachdenken, aber da sind wir momentan nicht. Also ganz im Gegenteil. Und ich finde es toll, dass ganz verschiedene Initiativen aus ganz Deutschland daran teilnehmen können, weil sie sich halt keine Gedanken machen müssen, brauche ich jetzt irgendwie nicht nur einen VW-Bus, sondern einen Sprinter, oder brauche ich einen 5,5 Tonner oder einen 7,5 Tonner oder einen 20 Tonner oder bla. Also das ist eine völlig abstruse Diskussion in meinen Augen. Nichtsdestotrotz seit mindestens 3 Jahren regelmäßig wieder aufflammen. Auch die offizielle Beschränkung auf 7,5 Tonnen ist ja das Ergebnis einer öffentlichen Diskussionen über diese Frage. Welche Funktion haben Paradewagen? Wie prägend sollen die für das Bild der Demo sein? Und es gibt halt viele Menschen, die auf eine Hanfparade gehen, die ihre Art zu demonstrieren anders verstehen, die dann Sprechchöre machen wollen oder mit ihren Transparenten wahrgenommen werden wollen oder eine Trommelgruppe oder sowas. Und wenn ich dann daneben einen 40-Tonner mit einer Monster-Techno-Anlage drauf habe, dann werden die einfach weggebasst. Dann nimmt man die nicht mehr wahr. Da gibt es auf einmal keinen Raum mehr für Sprechchöre, weil du die 500 Meter, die die Demo lang ist, von vorne bis hinten nur die 2 Technowagen hörst, die sich gegenseitig ständig zu noch mehr Leistung pushen. Und traditionell sind solche Riesenwagen auch nicht die wirklich gut geschmückten, weil wenn ich ganz viel Geld in das Auto investiere, am Ende die Kohle für die Deko hinten runterfällt. So ist also meine Erfahrung. Also da muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, so, ne, das sage ich ungern so, ne, aber eines der geilsten Paradewagen fand ich, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr von den Piraten. Die hatten irgendein Auto und da hinten Wohnwagen hinten dran, und der war irre geil geschmückt, und die haben da eine richtige PL gehabt, und der hat geballert ohne Ende, aber das war angenehm, das war super sweet und super schön so, ne? Und ich bin zwar kein Pirat, aber versteht ihr, das ist so, also wir sind nicht auf der Ebene, wo wir jetzt reden, irgendwie 100.000 Euro zu investieren, indem wir einen 40 Tonner haben mit einer super PE und sonst wie. Also ich kann ja mal so ein Gegenbeispiel bringen. Bei der Dampfparade in Köln ist es so, wir haben da tatsächlich einen 12,5 Tonner. So, und das hat wirklich damit zu tun, dass wir eigentlich als Hauptwagen, als Bühne die ganze Zeit ein Vehikel haben, nämlich diesen 12,5 Tonner, der dann später auch die Bühne präsentiert. Da macht es dann durchaus schon Sinn, auch so einen 12,5 Tonner zu nehmen, weil er noch ein bisschen mehr Fläche hat als einen 7,5 Tonner. Aber nur, weil es dann auch gleichzeitig Bühne ist so und nicht aus Selbstzweck heraus. Und bei der Dampfparade war die Einsatzdauer dieses Wagens auch entsprechend lang. Auf der Hanfparade ist es ja so, wenn es jetzt hart läuft, dann haben die Wagenbetreiber 2 Stunden, in denen sie ihren Wagen der Welt präsentieren und ausleben können. Weil wir ja eine Auftaktkundgebung haben, wo die Paradewagen im Zweifel keine eigenen Sound machen, sondern im günstigsten Fall die Reden mit übertragen. Dann marschieren wir 2 Stunden und dann ist die große Schlusskundgebung, wo auch nur die wenigsten Wagen noch weiter teilnehmen können, weil wir einfach nicht den Platz haben. Also wir könnten natürlich ein größeres Veranstaltungsgelände anmelden, aber wir können den Platz dann nicht mit Leuten füllen. Und eine leere Straße ist auch doof. Wenn wir bis zum großen Stern die Hanfparade anmelden und sich die 6.500 Leute dann auf einen Kilometer Strecke verteilen, dann sieht das halt nicht mehr nach einer Veranstaltung aus, sondern dann ist da hinten eine Techno-Party und dann kommt eine Goa-Party und dann kommt irgendwann der Markt, der Menschen leer ist, und dann kommt eine Bühne, die mehr Geld kostet, als da Leute davor stehen. Und das wollen wir nicht. Wir müssen schon auch... Wobei das ja schon ein bisschen Realität bei der Hanfparade ist.
Das muss man ja schon sagen. So. Also wenn du da so um 21 Uhr durchgehst, dann hast du rechts einen Technowagen, links hinten einen Technowagen, davor noch einen und dann die Bühne. Also das ist so ein Ding, was ich auch ein Stück weit kritisiere. So, weil ich einfach schöner finde, wenn man ein gemeinsames Programm hat, wenn man ein gemeinsames Event hat. Wahrscheinlich ist es aber in der Größenordnung dann auch okay. Das kann ich jetzt nicht so gut einschätzen, aber schöner wäre eigentlich, wenn es eine gemeinsame Demonstration gibt und auch einen gemeinsamen Abschluss gibt mit einem guten Konzert und so weiter und so fort. Dieser Gedanke, dass die Paradewagen an der Abschlusskundgebung teilnehmen, ist zu deiner Zeit entstanden, als wir noch Wagen hatten, auf denen tatsächlich dann Live-Musik dargeboten wurde. Es war vor, sagen wir mal, 10 Jahren nicht so, wie es heute ist, dass die Paradewagen sich nur dadurch unterscheiden, wie groß die BPM-Zahl ist von dem Techno, der gespielt wird, sondern vor 10 Jahren gab es da halt ganz, ganz unterschiedliche Musikarten. Stoner, Rock und Hip-Hop und Didgeridoo und Trommelwagen und was weiß ich nicht. Und dann hat es sich gelohnt, diese Wagen auf der Abschlusskundgebung zu präsentieren, weil wenn da 6 Stunden Live-Programm ist mit 5 verschiedenen Bands und 2 Rednern und einem Moderator, dann ist das eine echte Ergänzung für das, was wir auf der Bühne präsentieren können. Aber du gibst mir recht mit meiner Wahrnehmung so, ne? Dass es schon so ein geteiltes Ambiente auch gewesen ist die letzten 2-3 Jahre irgendwie. Ich ignoriere nicht das, was du gesagt hast, ganz im Gegenteil. Aber ich fand halt immer so, vorne war das Bühnenprogramm eher ein bisschen rockiger und so, was mir vielleicht auch liegt als alten Sack, aber und hinten waren dann so die Techno-Teile und so. Also war ja schon so, oder? Aber ja, das ist jetzt in den letzten Jahren so gewachsen sozusagen. Und es gibt da 2 sehr, sehr unterschiedliche Abschlusskundgebungen, die zeitgleich stattfinden. Mir als Veranstalter liegt das auch ein bisschen sauer im Magen. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt auch nicht zu den 1000 Leuten an den Technowagen gehen und sagen, mach doch mal hier bitte die Musik aus und geht davor. Wir haben Geld dafür bezahlt, dass da gerade ein Hip-Hop-Act spielt oder sowas. Nee, um Gottes Willen so, aber muss es ja sagen, dass es so ist. Also, ja, das bestreite ich nicht und das ist eine Entwicklung, die ich mindestens so kritisch sehe wie du. Ja. Der Grund, warum ich mich für Paradewagen überhaupt interessiert habe, insbesondere im letzten Jahr habe ich mich da mit eingebracht in die Orga-Arbeit, war, dass ich mir gewünscht habe, dass es wieder mehr unterschiedliche Wagen, unterschiedliche Musikrichtungen gibt. Und das ist aber nicht wirklich gelungen. Da weiß ich nicht, vielleicht liegt das auch daran, dass ich einfach dann zu viele Baustellen habe und dass es dann niemanden gibt, der sich primär mit den Paradewagenbetreibern beschäftigt und dafür sorgt, dass die mehr unterschiedliche Musik bieten. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Handparade da ein Stück weit eine Funktion übernimmt für solche öffentlich partywilligen Techno-Szene-Leute, denen eine andere Demonstration nicht mehr bleibt. Es gibt keine Megaspray-Demo mehr. Die Fuckparade ist musikalisch sehr, sehr eingeschränkt worden. Es ist unmöglich, da jetzt noch mit einem Schlagerwagen oder sowas teilzunehmen. Der Karneval der Kulturen ist nicht mehr für jeden, der teilnehmen möchte, offen. Wir haben da in Berlin schon auch so ein bisschen ein Defizit für was Love Parade-artiges. Nein. Ich sage jetzt nicht, dass die Handparade das werden soll und es ist auch nicht mein Wunsch. Ich möchte sie gerne möglichst breit aufstellen, möglichst viel Unterschiedlichkeit präsentieren, weil es das ist, was ich von der Szene wahrnehme, dass sie sehr, sehr unterschiedlich ist, sehr heterogen. Vom alten Sack Joost, der Rock hört, bis zu jungen Hüpfern, die Herzog hören, sage ich mal. Naja, ich würde da so ein bisschen entgegensprechen, was du gerade gesagt hast, weil das, was ich festgestellt habe, so ist, dass gerade unter Techno-Musik sich die meisten Gruppierungen von jung bis alt zusammentreffen, im Gegensatz zu Reggae oder Ska oder Rock'n'Roll oder sonst wie so. Also diese Erfahrung habe ich schon gemacht und deswegen verstehe ich auch so ein bisschen, was da passiert und spreche da jetzt gar nicht entgegen. Es ist halt einfach eine große Gruppe, die es anspricht. Und deswegen darf man darauf auch nicht unbedingt verzichten. So. Dass es jetzt nicht mein persönlicher Musikgeschmack ist, das steht ja auf einem anderen Blatt. Aber also ich fand es schon immer erstaunlich,
Ich bin über vielen Veranstaltungen in den Jahren so gewesen, dass gerade bei der Hanfparade sich dann immer so 5, 6 Partys eigentlich organisiert haben. So hinter dem Demowagen waren die 1000, hinter dem waren die 700 und da waren wieder 1000 und so weiter und so fort. Also das muss man einfach so akzeptieren als Zeitgeist. Naja, akzeptieren ist jetzt eine relativ passive Art, damit umzugehen. Würdest du es eher befördern oder eher aktiv dagegen streiten? Das sind die beiden Handlungsalternativen, die das Orga-Team hat. Wir können entweder diese Entwicklung gutheißen und forcieren oder wir können unser Möglichstes tun, eine andere Vorstellung von Hanfparade Realität werden zu lassen. Und ich persönlich würde mir eher eine Hanfparade wünschen, wo ein Schlagerwagen ist, ein Reggae-Wagen, ein Hip-Hop-Wagen, ein Trommelmusikwagen und einer für Mundharmonika-Süchtige und von mir aus auch ein Techno-Wagen, aber ich möchte nicht, dass es, wenn man den Leuten Hanfparade sagt, automatisch heißt, aha, da sind lauter Techno-Wagen und dann bummt man sich durch die ganze Stadt. Was ich mir wünschen würde, ist ein gutes Programm auf der Hauptbühne, die so die Nebenbühnen eigentlich vergessen lassen könnten. Hm. Das würde ich am optimalsten finden. Wir haben das gerade bei der Dampfparade dieses Jahr erlebt, wo auch die eine oder andere Musik war, die jetzt nicht mal Musikgeschmack war, aber es war so gemischt und daher auch wirklich sehr ansehbar und sehr anhörbar. Und dieser eine zentrale Punkt auf einer Bühne verschiedene Interpreten sich darstellen zu können, halte ich für gut. Nun ist natürlich die Dampfparade mit 300, 400, 500 Leuten und die Hanfparade nicht zu vergleichen. Das muss man natürlich auch ganz deutlich sagen. So, ich weiß nicht, was das beste Konzept ist, aber ich wünsche mir eigentlich immer so vom Herzen her eine gemeinsame Demonstration und auch ein gemeinsames Konzert zum Abschluss. Von daher geht mein Weg dann schon eher dahin, diesen Act auf einer Bühne zu nehmen und nicht verschiedene Schauplätze zu haben. Das heißt, bei dir würden auf der Abschlusskundgebung der Hanfparade keine Wagen mit eigenständiger Musik teilnehmen? Ja. Weil im Moment ist es so, dass wir auf der Abschlusskundgebung, ich glaube, mit 3 oder 4 Wagen planen, die dort so Richtung Siegessäule den Ausgang der Veranstaltung bilden. Für uns ist auch die Bühne das zentrale Element, die ist ja auch schweineteuer. Wenn man mal die Hardwarekosten und das, was wir im Budget drinstehen haben als Künstler, Aufwandsentschädigung und sowas zusammenrechnet, dann ist das sicherlich mehr Geld, als für die Dampfparade insgesamt zur Verfügung steht. Insofern ist das schon auch ein Posten, über den wir immer laut nachdenken. Wenn ich mir überlege, mit dem Geld könnte ich 10 eigene Paradewagen organisieren und dort fahren lassen. Dann gibt es halt keine Bühne, mein Gott. Aber dafür habe ich dann halt meine Reggae, Schlager, was auch immer, Kombination vor Ort und jeder sollte irgendwas finden, was ihm zusagt. Es steht und fällt meiner Meinung nach mit den namhaften Künstlern auf der Bühne. Und das ist spätestens seit der Hanfparade so 2005, als das erste Mal die Abschlusskundgebung verboten war, ein echtes Problem, Künstler zu finden, die auf so einer kleinen Veranstaltung auftreten wollen. Am Ende scheitert es daran, dass auf der Hanfparade nicht so viele Leute sind, dass die großen Künstler nicht kommen, die viele Leute auf die Hanfparade bringen würden. Denn das ist ja der Job, den wir einem Künstler geben, wenn wir ihn für die Hanfparade buchen, dann wollen wir, dass er mindestens so viele Leute zur Hanfparade mobilisiert, wie wir erreichen könnten, wenn wir die Künstlergage in Form von Postern und Flyern verwenden. Ich weiß nicht, wie das in Köln gelaufen ist. Haben die alle für lau gespielt oder habt ihr auch da irgendjemanden Geld in die Hand drücken müssen? Nein, überhaupt nicht. Also die haben alle für lau gespielt. Beatheit war ja da, hat nicht gespielt, aber alle anderen haben gespielt. Und das lief natürlich über persönliche Kontakte, gerade von Lars Scheinemann, Dr. Hans und Jamaica Music, die sich da sehr eingesetzt hat und dann dieses Programm da auf die Bühne gestellt hat. So. Also das war völlig low budget. Also da hat niemand irgendeinen Cent bekommen. Und bei der Hanfparade war es halt lange so, dass wir Martin Müncheberg mit im Team hatten, der seinerseits wiederum einer von 2 Chefs bei African Dance Records war, einem Label und Booking-Agentur.
Und dann konnte man viel so Deals machen wie, wir organisieren euch die Tournee und ihr macht dann einen 13. kostenlosen Gig auf der Hanfparade oder sowas. Und das gibt es heute nicht mehr, weil im Orga-Team niemand mehr ist, der persönlich in der Musikszene tätig ist und die entsprechenden Leute kennt. Und alle Künstler, die ich persönlich kenne, die haben entweder schon tausendmal gespielt, so wie Götz Biedmann, oder ich kann mich damit im Orga-Team nicht durchsetzen. Zum Beispiel bei Simon und Jan ist das so. Das ist dann ein Problem der Demokratie. Es geht halt nicht immer alles so, wie der Typ mit den roten Haaren es will. Das ist auch ganz gut so. Ja, ich finde das auch angenehm. Aber ja, es ist wahrscheinlich so. Also du brauchst persönliche Kontakte und die sind wirklich ganz wesentlich. Ich komme jetzt leider nicht auf den guten Gig von der Hanfparade dieses Jahr. Ach, der Typ und die Frau, die Big Mama. Weißt du, das war... Du meinst... Stony Mo. Genau, natürlich. Ja, genau. Ne, das waren Musiker, wo ich dachte irgendwie, hey, die stehen mit Herz und Seele dahinter und die freuen sich und sind auch bekannt so, ne? Also so, und da würde ich mir mehr von wünschen, die aus eigenen. Ich kannte sie nicht. Jos, ich bin sehr erfreut, dass du das sagst, weil bei mir haben ganz viele Leute gesagt, wir brauchen mehr Reggae. Und ich glaube, Stony wird sich freuen, nochmal bei uns auftreten zu können. Dürfen. Also auf unserem Wunschprogramm steht ja nicht, darf er. den Reggae-Posten auf dem Programm, dem aktuellen Plan, hat, wie gesagt, Hans Söllner mit seiner Band Bayern Man System. Und es wäre mir persönlich auch extrem wichtig, dass uns das im so, was, 18. Jahr, 19. Jahr der Hanfparade, 18. Jahr, glaube ich, endlich mal gelingen würde, den einen deutschsprachigen Künstler, den die allermeisten Deutschen mit dem Thema verknüpfen, auf die Veranstaltung zu kriegen. Es ist eine echte Schweinerei, dass der gute Hans bisher noch nie auf der Hanfparade aufgetreten ist und ich würde es doch ganz persönlich sehr, sehr wertschätzen, wenn wir das ändern könnten. Steffen, ja, ich möchte Söhne auch haben, aber ich würde Stony auch gerne wieder haben. Der kann und, ja einen Wagen machen und mit seiner Posse auf dem Wagen Hip-Hop machen live. 6 Stunden, wenn er will. 8 Stunden. Und ich habe das Vergnügen, dass ich beide habe beim GMM nächstes Jahr in Heidelberg. Da ist nämlich Hans Söllner und Stony Mo und die machen da beide Mucke und ich darf auch noch eine Rede halten. Also von daher, ne? Ja, über den GMM werden wir sicherlich noch hinlänglich und breit diskutieren. Für heute sagt mir meine Uhrzeit, ich muss euch so langsam mal in Richtung Hausaufgaben drängeln. Aber vorher möchte ich jetzt noch den letzten Gast, nämlich Martin, mal zu Wort kommen lassen. Hallo Martin, was treibt dich denn in unsere kleine Runde? Martin will nicht mit mir sprechen, das ist aber schade. Dann soll es das für heute so fast gewesen sein. Jetzt machen wir noch schnell die Schlussrunde und fangen an von links nach rechts mit Albert. Welche Hausaufgabe hast du dir denn ausgedacht? Was dürfen die Zuschauer in den nächsten 14 Tagen für dich tun? Ja, ihr dürft euch gern den Film Die Kellerkinder anschauen. Ein ganz toller Film, wenn ihr euch das nicht für das Hanfmuseum vorgenommen habt, natürlich. Ansonsten schaut euch den Film an. Gut, kurz und schmerzlos. Und dann darf Claudia als Nächste. Mutti, was dürfen wir für dich tun in den nächsten 14 Tagen? Entschuldigung, ich musste erstmal den Ton wieder anmachen. Ja, es geht ja, tu nichts ohne Liebe, also ist das Thema heute und ich habe mir gedacht, es ist, wie gesagt, arschkalt. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, geht raus, kocht einen Tee und gebt das den Leuten, die das brauchen. Aber ich habe jetzt noch ein wenig mehr und zwar gibt es überall Flüchtlinge und in jeder Stadt fast ein Flüchtlingscamp. Und die Leute frieren und brauchen wirklich Hilfe. Die schämen sich, um Hilfe zu bitten und haben halt eh das Gefühl, dass sie immer abgeschoben werden und sie keiner hier haben will. Und ich finde es wichtig, dass wir haben
so viel zu viel an Klamotten, viel zu viel an Schuhen, viel zu viel, was dir übrig hat, sammelt es zusammen. Reis, Haferflocken, Mehl, alles, was ihr übrig habt und bringt es zu diesen Stellen. Wie gesagt, tut es mit Liebe und es kommt zu euch zurück. Ich bin mir sicher. Und das wäre mein Wunsch für euch oder an euch, dass ihr vielleicht irgendwas Gutes tut. Oder wenn ihr einen Obdachlosen seht, in der kalten Zeit, dass ihr einfach die Wärme, die Kältehilfe anruft und die abholen lasst mit einem Wärmebus. Das wäre mir sehr lieb. Gut, für das Mutti dürft ihr also ein bisschen Liebe in die Welt hinaustragen. Das Mutti. Ist hier auch von Neues. Jost, was hast du dir überlegt als Hausaufgabe für die nächsten 14 Tage? Naja, da ja gerade Lör mit Jörn aufgetreten ist, bei uns im Videochat, rufe ich einfach mal zur Eigenwerbung auf. Die Grüne Hilfe ist jetzt auf YouTube auch und wir machen mit der DEA zusammen jetzt regelmäßige Folgen, wo wir euch einfach Ratschläge geben und Tipps geben im Bezug auf Straßenverkehr oder auch auf das Strafverfolgungsgesetz. Also unsere Kernaufgabe, die wir jetzt auch ein bisschen über Video verbreiten. Und von daher guckt euch die nächste DEA-Folge an. Da sind wir das erste Mal dann vertreten. Das finde ich eine sehr gute Hausaufgabe. Ich werde ihr mit Freude nachkommen. Ich finde nämlich, dass solche Aktionen wie das Grüne Hilfenetzwerk viel, viel mehr von euch unterstützt werden sollten. Meine Hausaufgabe für die kommenden 14 Tage ist eine relativ einfache. Der neue Bundestag ist gewählt und konstituiert. Das heißt, ihr alle, egal wo ihr in Deutschland seid, habt einen neuen, vielleicht auch den alten, aber auf alle Fälle einen aktiven Bundestagsabgeordneten. Für mich sollt ihr bitte rauskriegen, wer das ist und ihm eine kurze formlose E-Mail schreiben, dass ihr gerne hättet, dass er oder sie sich zum Thema Cannabis eingehender informiert und einen entsprechenden Politikwechsel mit auf die persönliche Agenda packt. Ich helfe euch im Zweifel gerne dabei, eine solche E-Mail zu formulieren. Wichtig ist, dass möglichst viele das machen, euren persönlichen Bundestagsabgeordneten anschreiben und ihm sagen, dass das Thema für euch wichtig ist. Dann wird das für den Abgeordneten auch nach und nach wichtig. Dann soll es das für heute, weiß der Geier, Nummer 12 gewesen sein. Die nächste Ausgabe dieser kuscheligen kleinen Mid-Talk-Sendung gibt es am 9. Dezember zu einem Thema, das ich jetzt noch nicht weiß, aber das lassen wir uns bestimmt noch einfallen. Als kleinen Schlusssatz noch eine Botschaft an Kai, der hier unten schon in meiner schlauen Liste ist. Wenn ich richtig informiert bin, sollte sich Theo Pütz mit dir in naher Zukunft in Verbindung setzen, weil der nämlich gerade an dem Buch Flurführerscheinproblematik für den Nachtschattenverlag arbeitet. Ich persönlich habe das Problem sozusagen auf einen anderen abgewälzt. Das war's jetzt aber wirklich. Vielen Dank an meine Mitdiskutanten, insbesondere welcome and thank you Mike from the United States, New York State etc. Vielen Dank auch an Albert, vielen Dank an Claudia und an den guten Jost. Macht's gut, bis neulich. Tschüss. Tschüss.